Leute, wir erobern das Weltall. Wir besiedeln die Planeten und treiben eifrig Diplomatie mit anderen außerirdischen Völkern, die wir so kennenlernen. Das Ganze bei Distant Worlds 2. Herzlich willkommen zu einer wahnsinnig interessanten Weltraumstrategie-Partie. Das Ganze ist von meinen Freunden von Slytherin eine Kooperation, über die ich mich sehr freue, denn ich wollte schon immer mal ein Spiel dieser Art so richtig kennenlernen. Und das machen wir heute dank des neuen Add-ons, das neue DLC, der neue DLC Return of the Shadkari ist jetzt erhältlich. Wir haben so eine kleine Vorab-Version und da haben wir eine Menge neue Inhalte. Es gibt so eine Endgame-Krise, da entfaltet sich dann so eine Geschichte mit verschiedenen Wahlmöglichkeiten und es gibt neue Tech-Bäume, Planetenzerstörer, so neue Megaschiffe, neues Bündnissystem, also jede Menge neuer Content, der mit diesem DLC geliefert wird. Ich bin allerdings in dem Spiel noch sehr unbedarft, man könnte auch sagen ein Noob. Deswegen geht es für mich heute vornehmlich darum, das Spiel einmal so richtig schön kennenzulernen und uns da richtig reinzunerden. Und wir werden weniger jetzt die ganzen neuen Inhalte von mir werden wir sie nicht präsentiert bekommen, weil ich natürlich noch nicht den Skill und die Erfahrung habe, um das jetzt für euch so schön zu präsentieren, wie es das verdient hätte. Aber in jedem Fall ist es ein wunderschöner Anlass, um dieses Spiel mal gemeinsam anzugucken. Und das machen wir jetzt. Wir starten mal direkt rein. Das Ganze ist auf Englisch. Es gibt aber eine Mod, die das auch auf Deutsch übersetzt. Das Ding ist, es ist natürlich eine inoffizielle Mod. Und da ich jetzt so einen Vorabzugang habe zum neuen DLC, glaube ich nicht, dass ich jetzt diese Mod installieren will. Deswegen ist es heute auf Englisch. Wir machen mal ein schönes neues Spiel gemeinsam. Ballern mal hier ein bisschen Sound, wie epische Weltraummusik erklingt. So, jetzt können wir hier allerlei Sachen einstellen. Und ihr seht ja oben hier auch so ein Seed. Das heißt, ihr könntet theoretisch auch alles, was ich jetzt hier mache, nachspielen, müsst ihr aber nicht. Es gibt verschiedene Formen der Galaxie. Ne? Wir sind ja, glaube ich, in einer Spiralgalaxie, also sowas, ist ja die Milchstraße, meine ich. Aber es gibt dann hier noch, das ist hier auch eine Spiralgalaxie. Dann gibt es Epileptical Ring to Center, Ring Dense Center, Dual Ring No Center und dann gibt es hier aber auch so Cluster, also so Klumpen von Stars. Aber das ist jetzt, glaube ich, so die stinknormale, würde ich. Oder diese hier. Aber ich finde, das sieht eher nach Milchstraße aus. Ja, das ist doch die Milchstraße. Ja, in zwei so. In zwei so Spiralarmen. Klasse, das finde ich aber auch nicht schlecht. Aber wir machen mal das stinknormale. So, jetzt können wir die Anzahl der Sterne hier einstellen. Ich lasse das jetzt mal so, wie es standardmäßig ist. Und diesen Nebel. Da werden wir mal ein bisschen runtergehen, weil dieser Nebel könnte zum Problem werden, weil der halt Raumschiffe verlangsamen kann oder die beschädigen kann, vielleicht sogar zerstören kann. Und da haben wir natürlich jetzt so als Noob nicht so voll Interesse dran. Man sieht, dass sich das Bild hier auch ein bisschen ändert. Ich gehe mal auf Very Sparse, um einfach Spaß zu haben, dass wir nicht da jetzt an diesem Nebel scheitern. Das wäre nun wirklich schade. So, dann gibt es weitere Einstellungen. Ihr seht hier schon, die Komplexität wird am Start einem direkt hier unter die Nase gerieben. Es gibt einmal die Möglichkeit, jetzt hier zu entscheiden, wie alt die Galaxis ist. Also im Prinzip müsste es ja wahrscheinlich sein, wie lange ist der Urknall her, ne? How old and developed the entire galaxy is. Also das hat nichts mit dem technologischen Status quo unserer Zivilisation und auch nicht der anderen Zivilisation zu tun, sondern geht halt um die Welt, in der wir alle miteinander leben. So, Tech Level, Pre-Warp, also das ist so ein bisschen Star Trek, bevor Cochrane das erste warpfähige Raumschiff gebaut hat. Da würden wir uns jetzt ansiedeln, wir können aber natürlich auch direkt weiter oben einsteigen. Dann Galaxy Aggression. Ja, wie freundlich oder unfreundlich sind die Leute um uns herum? Wir machen mal Normal. Difficulty, ja, machen wir normal oder gehen wir mal auf easy? Als erstes sollte man vielleicht auch, weiß ich nicht, seien wir mal ehrlich, zum Anfang vielleicht eher auf easy. Es geht jetzt ja darum, das Spiel so ein bisschen zu präsentieren und nicht euch zu zeigen,
wie gut ich bin. Hostile Races near Player machen wir einfach mal normal. Und Research Speed machen wir normal. Dann Research Visibility. Da kann man jetzt einstellen, ob man ja alle Projekte sehen kann oder eben nur das nächstfolgende. Und Research Pathing, ja, ob das, glaube ich, ein fester Technologiebaum ist oder eben nicht. So, Allow Tech Trading machen wir mal on. Weiter geht's. So, dann haben wir Pirates. So, auch hier gilt, es geht mir nicht darum, unter Beweis zu stellen, was für ein fähiger Weltraumherrscher ich bin. Wir machen mal auf Very Few Pirates. Die sollen wohl auch mal eine Zeit lang sehr schwierig gewesen sein. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile, das Spiel ist ja schon eine Weile draußen, etwas abgeschwächt wurden. Pirate Strength machen wir auch mal ein bisschen weak. Pirate Proximity machen wir mal average. Und Pirates Respawn, nö, die bleiben tot. Space Creatures machen wir auf normal. So, und jetzt machen wir mal Colony Prevalence. Machen wir normal. Independent Colonies normal. Colony Influence Range 100%. Colonization Range Limit. Das bedeutet, wie weit dürfen Kolonien voneinander entfernt sein. So. Jetzt kommen wir hier zu etwas sehr Interessantem. Es gibt nämlich in Distant Worlds verschiedene Fraktionen. Und natürlich kennen wir die Menschen, aber es gibt ganz viele andere Leute. Zum Beispiel die Actarians. Highly Industrious Semi-Aquatic Marine Mammals. Also das finde ich ganz interessant, weil die sind halt so ja, an Land und im Wasser zu Hause. Stelle ich mir super vor, wenn man beide Welten besiedeln kann. Finde ich total stark. Die sind auch intelligent, friedvoll und freundlich. Da sehe ich mich, kann ich mich komplett mit identifizieren mit diesen Actarianern. Dann gibt es die Boscara. Ferocious Insectoid Race with a tough brown exoskeleton skin. Ja, vor denen sollten wir uns ein bisschen in Acht nehmen. Dann gibt es die Dayut. Das sind große, starke, spinnenartige Viecher. Und es gibt halt zu all diesen Rassen natürlich so einen kleinen Text auch, der die einführt und einbettet in das Universum. Die haben alle unterschiedliche Eigenschaften, wie es halt bei so Strategiespielen nun mal so ist, dass die dann einige Sachen gut können, andere Sachen vielleicht weniger gut. Aber mir gefällt es halt, dass die so unterschiedlich sind und dass es da so richtig Informationen zu diesen Geschöpfen gibt, wie die so sind einfach. Ne? Was sind das so für Leute, was kann man von denen erwarten? Dann haben wir die Gizuren. Das ist so eine insektenartige Rasse. Aggressive and unfriendly. Tough, not very intelligent. Da haben wir die Harkonnish. Weiß nicht, ob das ein kleiner Shoutout an die Harkonnen ist aus dem Dune-Universum. Bipedal Reptilian Race, also eine Laufen auf zwei Beinen. Eine kennt man ja auch aus diversen Alien Reddit Foren. Da gibt es ja diverse Aliens, die da klassifiziert worden sind. Und so ein Bipedal Reptilian Race befindet sich ja, das wissen wir alle mittlerweile, auch auf der Erde. Und wir alle wissen auch, welche Politiker in Wirklichkeit Reptilien sind. Deswegen sehr realistisch. Dann gibt es natürlich die guten Humans. Das sind wir Menschen. Ikurus. Das sind so kleine Primaten. Große Ohren, können gut hören. Also man sollte nicht in deren Gegenwart lästern, in der Vollversammlung der außerirdischen Spezies, Freunde. Nicht lästern, die hören alles. Die Mortalen, das sind auch so Dinosaurier-Drachenartige Viecher, ne? Dann haben wir die Quameno, die finde ich sehr freundlich. Highly Intelligent Amphibious Race, tall and graceful und die bleiben lieber für sich. Also die sind eher introvertiert. Im Prinzip sind das exakt Introvertierte. Dann haben wir Tikan. Small furry rodent-like race with three eyes. Also Ratten mit drei Augen im Grunde genommen, wenn man so will. Schlaue Ratten mit drei Augen. Und die sind natürlich auch zum Teil mit den Add-ons gekommen. Also das Add-on, was wir hier heute spielen, das ist ja das dritte Add-on in der Liste. Und zuvor sind natürlich dann auch neue Leute dazugekommen. Das neue Add-on, wie gesagt, heißt Return of the Shatkuri.
So, und dann haben wir die Xenox. Das sind so kleine Kätzchen, ne? Auch vier Augen, als wenn die nicht schon gut genug sehen könnten. Wir machen jetzt aber der Einfachheit halber einmal Humans. Nicht nur der Einfachheit halber, sondern auch, weil ich bei sowas, und das mache ich bei allen Strategiespielen und das funktioniert im Singleplayer wunderbar, im Multiplayer muss man sich davon verabschieden, weil man sonst keine Chance hat zu gewinnen. Ich spiele sehr gerne so rollenspielartig diese Sachen. Also ich stelle mir halt vor, okay, das sind jetzt wirklich die Menschen und wie könnte das aussehen, wenn man in so eine galaktische Gemeinschaft auf einmal eintaucht, wenn man feststellt, oh, wir sind ja gar nicht alleine, oh, die kennen sich ja alle schon, hey, hallo, neuer Typ, und wie es halt bei Star Trek ist. Und das gefällt mir ganz gut, deswegen nehmen wir mal so die Menschen. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht so eine Beginnerrasse auch irgendwie ist. Und da sehen wir halt so ein paar Sachen, Most Liked Races, da gibt es schon so Voreinstellungen, Sekuran, Aktarian und Quameno, und das sind die Most Liked Races, das ist trotzdem im Minusbereich. Most Disliked Races, Dayut, Boskara und Gisuren. Also die Dayut und Boskara mögen wir gar nicht, das sind diese hier, ja, kann ich komplett verstehen. Und wer waren die anderen? Diese hier, ne? Ja, sei mal ehrlich, das ist komplett realistisch. Das ist einfach eine in unsere Gene gepresste Angst vor dieser Art Lebensform. Okay, wir nehmen die Menschen. So, Empire-Name ist natürlich, wie es sich gehört, ihr wisst es, das einzig wahre Rötzlingen. Und wir können uns hier eine Flagge aussuchen. Können keine eigene Design, das fände ich nochmal ganz nice, wenn das auch ginge, aber es gibt ja schon eine schöne Auswahl an hier. Guck mal, das ist doch hier so eine schöne Kreatur hier. So, guck mal hier, wie so ein Fischi, ne? Oder wir nehmen irgendwas Buntes. Was grelles, buntes. Hier ist eine schöne Blume. Eine Blume ist auch nicht. Aber das Grün steht für Hoffnung. Das ist auch eine schöne Blume. Wir nehmen das. Wir nehmen jetzt das Blau-Weiße. Gefällt mir irgendwie. So, allow any government. Allowed by race. Wir können jetzt hier aussuchen, was unsere Regierungsform ist. Republik, Refugee Fleet, Monarchy, Military Dictatorship, Feudalism und Democracy. Und ich will so ein bisschen eine utopische Zukunftsvision spielen. In vielen Publikationen ist es ja so, dass die Menschheit in der Zukunft dann doch wieder zurückkehrt zu irgendeiner Form von oben herab, also Feudalismus oder Military Dictatorship, manchmal auch Monarchy. Also da gibt es ja schon oftmals dann so Rückfälle und so eine Globaldemokratie ist vielleicht auch nicht so einfach, aber wir machen das mal. 8 Jahre ist typical term und let's go. So, jetzt können wir noch das Heimsystem machen wir normal. Expansion machen wir starting. Your Empire Attack Level ist pre-warp und starting location ist, machen wir random. Das Ganze ist immer so prozedural generiert, also alles ist anders bei jedem Spielstart. Das heißt, jeder Run ist neu und ihr könnt euch ja dann, wie vorhin gesehen, auch mit diesem Seed dann Sachen auch reproduzieren. So, auto-generating starting empires lassen wir an und dann let's go. Was machen wir noch? Victory conditions, territory, population, economy, erase victory conditions, das machen wir alles an. Victory threshold, start date years, das lassen wir aus. Normal, Race-specific Story Events on, Colony Events on. Okay, das lassen wir alles standardmäßig an. Oh, guck mal hier, was eine schöne Stadt, oder? Was eine schöne Stadt. Da würde ich auch gern leben. Rötzlingen. Rötz, Rötz. Our faction is known as the Rötzlingen. Our government is democracy. We are the humans. Who are typically aggressive and careful. Humans have natural skills in all research, diplomacy, war awareness, reduction, espionage and trade income. Our leader is Tasun Alaria, skilled in shields, research and base maintenance savings. Our home colony is Kalsetu 5, a continental planet in the Kalsetu system. Nearby is the rock metallic moon Taubla. Our faction has primitive technology. We are just beginning to take our first steps into space, explore, expand and conquer. Let's get started. So, das ist jetzt unser Platz in der Galaxie. Wir zoomen da so richtig schön rein. Und das ist Kalsetu 5.
ein schöner Planet, finde ich. Viel Wasser, viel Land und ja, jetzt geht's ja erstmal los. Wo fängt man an, ne? Also um uns herum sehen wir so ein paar Ressourcen. Das sind Asteroiden, die man auch minen kann. Und hier können wir so mal rauszoomen. Das ist unser Sonnensystem mit unterschiedlichen Himmelskörpern, die alle noch nicht kartografiert sind. Da kann man dann so Explorer hinschicken, so ja, Weltraum-Scouts, wenn ihr so wollt. Und das hier ist der kleine Bereich, in dem wir sind. Und ihr seht, man kann da richtig weit rauszoomen. Die Galaxie ist halt riesig. Und ja, wir müssen uns mit diesem kleinen Fleck erstmal zufrieden geben. Man kann natürlich dann expandieren. Ist ja klar, wie bei allen vernünftigen Strategiespielen fängt man klein an und endet hoffentlich als der Größte. So, wir wollen mal wieder nach Hause, nach Karl Seetu. Und jetzt gibt es hier unfassbar viele Informationen, die wir erstmal jetzt checken müssen. Also das ist der Planet Rötzlingen. Hier sehen wir unterschiedliche Informationen. Fangen wir mal an mit Economy und Funding Level. Da sehen wir erstmal eine Übersicht über unsere Finanzen. Wir sehen, Cashflow ist hier gerade im Minusbereich, da müssen wir hart dran arbeiten. Und es gibt so grundsätzlich zwei unterschiedliche Aspekte. Das eine ist halt die Wirtschaft, die wir aktiv beeinflussen, die wir steuern, für die wir zahlen. Und das andere ist die Privatwirtschaft, Private Economy. Und die kümmern sich halt um ganz viele Sachen, so wie ja, dass Produkte von A nach B transportiert werden. Man muss sich jetzt nicht darum kümmern, dass Ressourcen irgendwo hinkommen, wo sie hin sollen. Die Privatwirtschaft ist auch dafür verantwortlich, Schiffe zu bauen und nimmt einem, glaube ich, vieles ab. Und das ist auch gut so, weil das Spiel wirklich sehr komplex zu sein scheint. Und je größer das Universum, also je größer die eigene Zivilisation wird, desto schwieriger wird es dann auch sein, den Überblick zu behalten, insbesondere wenn man, so wie ich, noch ein bisschen noobig unterwegs ist. Hier kann man bei Colony Growth und Research schauen, okay, was will unsere, also wie viel müssen wir hier ausgeben, um das Wachstum unserer Kolonie möglichst effizient zu gestalten. Das ist hier gerade bei 0, aber es ist 50% des Budgets und das andere ist Research. Das kann man hier natürlich auch ein bisschen ändern, ne? Die Balance ein bisschen ändern, je nachdem, was man will. Aber man kann das auch alles automatisieren und das seht ihr hier oben. Und gerade wenn man ein bisschen noobig ist, glaube ich, ist es keine schlechte Idee zu beginnen, alles, was man erstmal kann, zu automatisieren. Man kann das so weit treiben, soweit ich es verstanden habe, dass man sich eigentlich auch einen Kaffee nehmen kann und das Ganze so ein bisschen ablaufen lässt, weil man ganz viel eben den Computer machen lassen kann. Oder man macht eben alles selber. Also das kann man sich dann so gestalten, wie man das gerne möchte. Maintenance Government, wir sind ja eine Democracy, da sieht man halt, was das irgendwie für Auswirkungen hat, ne? Population Growth plus 10%, War Weariness Reduction ist dann nicht so gut. Dann gibt es Boni und Mali. Dann haben wir hier unseren Leader, das ist Tasun Alaria. Und das ist sozusagen unser Einführer, den kann man aber auch umbenennen. Und zwar, das heißt er natürlich nicht so, der heißt natürlich Wilbald. Wie heißt er mit Nachnamen? Wilbald. Captain Iglo, nein, Wilbald ist natürlich gesetzt. Aber ihr könnt, will bald sterben, ja, das will bald reisen, will bald Fichtenelch, finde ich auch nicht schlecht, ja, finde ich ganz gut. Will bald Kabel, ja, als Gatte von Heidi natürlich auch ein absolut denkbarer Name. Will bald konkern, oh ja, will bald konkern finde ich auch gut. Ah, das finde ich gut, will bald konkern. Will bald konkern, so. Wilbald Konkern ist jetzt unser Anführer. Hier wird es im Verlauf des Spiels dann noch mehrere relevante Persönlichkeiten geben. Und hier, ich glaube es ist hier, genau, kann man diese Automatisierungen einstellen. Das Preset Default ist zack, aber man kann hier auch Non machen für Experten
Rule in Absence, also alles vollautomatisiert machen und kann hier so ein bisschen das einstellen, wie man das haben will. Wir sind jetzt hier natürlich erstmal auf Default und Upgrading Colony Facilities, Colony Facilities Wonders, alles ist jetzt hier auf Suggest, das bedeutet, dass unsere Berater uns einen Vorschlag machen, wie wir vorzugehen haben und wir können dann aber final entscheiden, ob wir das machen wollen oder nicht. Das könnte man auch alles automatisieren oder es eben komplett manuell machen, je nach Erfahrungsgrad und nach Vorliebe, weil natürlich das sehr viel Micromanagement ist. Colony Tax Rates, auch das ist jetzt hier erstmal alles automatisiert. Research ist sogar auch automatisiert. Crash Research müsste eigentlich Crash Research spends money to double the research rate for a project, allowing you to acquire new technology sooner. Ja, okay. Wenn man dringend irgendwas braucht, vielleicht wenn der Feind vor der Tür steht und man muss eine neue Superkanone entwickeln, dann ist das vielleicht ganz hilfreich. Troop Recruitment, Fleet Formation, Fleet Postures, Fleet Management, das ist alles zu einem großen Teil noch automatisiert. Colonization ist auch auf Suggest. Minimum Suitability 20%. Okay, Independent Colonization. Minimum Success 80%. Okay, ihr seht, das sind super viele Sachen, die man hier einstellen kann. In Rötzlingen. Dann, das ist ein Diplomatiefenster. Da gibt es hier die Piraten. Aber wir haben ja natürlich noch niemanden kennengelernt. Weil wir ja quasi noch in unserer Wiege sind, in unserer Heimat. So, das ist unsere Kolonie. Wir sehen hier oben links auch eine Anzeige. Kolonien. Eine und was ist das? 2000 Millionen? Das sind 2 Milliarden, oder? Sehe ich das richtig? Oder was ist das jetzt hier? Ist unsere Einwohner. Wir haben eine höchst miserable Bilanz. Da muss natürlich ein bisschen was passieren. Und was haben wir noch? Exploration, Brisk Treasure, No Mission. Das ist ein Schiff, was wir haben. Das ist dieses hier, das ist ein Explorer. Der hat gerade noch nichts. Ah, warte mal, Under Construction, okay. Der wird noch gebaut, offensichtlich. Dann haben wir hier ganz viele Ressourcen, die wir hoffentlich in Hülle und Fülle finden. Hier sehen wir Sources, also wir haben noch überall 0 von 0 Sources. Oh, hier kommen wir, Carbonite und Polymer, die werden offensichtlich schon abgebaut. Und ansonsten haben wir halt noch gar nichts. Und die müssen wir dann erstmal entdecken, um sie dann auch abzubauen. Aber ihr seht, das ist schon ganz schön viel, was man so haben kann. Und dann gibt es Ship Construction. Und dann gibt es Research. Wir haben noch keine Research Station, aber Research sieht man grundsätzlich hier. Und das ist jetzt auch automatisiert, was quasi erforscht wird. Aber ihr kriegt hier schon mal so ein Eindruck, ganz viele so Missiles, also alles, was zur Kriegsführung beiträgt. Ground Combat, Space Reactors, Starship Engines und so weiter. Und alles hilft einem natürlich dann, neue Gebäude, Schiffe und auch damit Möglichkeiten freizuschalten. Und wir wollen natürlich ein großes, florierendes Volk mit einer hohen Anzahl von Kolonien entwickeln. Und dafür müssen wir natürlich auch fleißig Forschung betreiben. Genau. Exit Research. So, das haben wir da. Das ist unsere Flotte. Ihr seht, da haben wir noch gar nichts. Logischerweise zu Beginn. Alles leer. Die Hangar sind leer. Und es ist, was ist das hier? Happy Way. Ihr könnt euch immer zu allen Sachen so kleine Tutorials anzeigen lassen. Als Beispiel hier oben leuchtet das so. Und dann hier All Civilian Ships. Und dann werdet ihr hier informiert und könnt ihr euch so durchklicken. Also ihr seht, man muss da ein bisschen Lesefreude auch mitbringen und ein bisschen Lernbereitschaft. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und lassen das Spiel mal seinen Lauf nehmen. Hier oben sehen wir unsere Sternzeit und es beginnt mit einer Nachricht von Wilbald Konkern, To the Stars. In the ancient human city ruins, we have made a curious discovery. For countless generations, we have looked to the stars while living among the remains of the civilization of our ancestors.
Tales from those days of a terrible cataclysm which destroyed them were passed down to us, but only recently has our science allowed us to better understand the artifacts they left behind. We now know for certain that we are not the first of our kind to leave our planet. They went to the stars before us and left behind a path for us to follow. In the form of these ancient relics, our long study of these ruins has helped us learn to construct starships and possibly even faster than light travel without the effects of time dilation. We have also recovered a great many unusual resources vital to these technologies from the ruins. Most of these resources do not otherwise exist on our world and must be used carefully. As our first priority, we must find more of these resources our ancestors had access to allow our research and exploration to continue. We must also complete our hyperspace research to allow us to much more rapidly explore our system and beyond. Perhaps, just perhaps, our ancestors are still out there somewhere waiting for us, but the legends of destruction mean that we must also prepare our defense for whatever we may find. We have found technology that has advanced our understanding of early warp field experiments. We have found technology that has advanced our understanding of research labs. These ruins provide the following colony bonuses: 7% colony development plus 6% high tech research plus 7% scenery. Alles klar. Take me to the location of the ancient human city ruins. Das ist natürlich jetzt hier irgendwo bei KLZ und mehr haben wir jetzt ja noch nicht entdeckt. Okay, alles klar. Vielen Dank für diese Information. So, Starship constructed. Es ist wieder was passiert. We have constructed our first starship, the Brisk Treasure. This event marks the beginning of our return to the stars. We must continue to expand and explore our solar system, build more ships to establish a thriving solar empire. Zeig mir mal hier, wo da ist die Brisk Treasure, ein Explorer. Ich frage mich gerade, können wir die nicht auch vielleicht sogar umbenennen? Noch keine Mission. Da wird aber wahrscheinlich demnächst noch was passieren. So, das ist das Schiff. Da sieht man, was da alles verbaut ist. Basic Fuel Cells, Iron Engine, Ionenantrieb, Seeking Missiles. Klar, man muss sie auch verteidigen können. Hier sind die beiden Raketen-Silos, da vorne und da hinten. Basic Survey Module, Proximity Sensor Array. Und ich nehme mal an, je mehr man so erforscht, desto hochwertiger, moderner, leistungsfähiger werden diese Schiffe dann. Lass mich mal kurz gucken. Rating Strength, Attack Strength, Defense Strength, Speed and Maneuvering. Klingt ganz gut. Scanners. So, das ist ja ein Forschungsschiff, ne? Oder ein Scout, ein Explorer. Movement. Ja, so viele Informationen. Das ist unfassbar, oder? Resources required to build. Steht hier auch, was man dafür alles braucht. Also eine Menge Stahl vor allem auch. Jetzt wollte ich nochmal ganz kurz gucken. Ich nehme mal an, eigentlich habe ich gedacht, man kann den Namen des Schiffes auch ändern. Vielleicht geht das. Haben wir sie nicht hier irgendwo auch mit drin? Egal, vielleicht auch nicht. Ah doch, da geht es. Ha, guck, wir können sie jetzt. Oh, wie nennen wir sie denn? Wer von euch will nach einem Schiff benannt werden? Wer von euch da draußen im Chat möchte nach einem Schiff benannt werden? Guck mal hier. Philo war der Erste. Philo und Isarie. Fischköder Willi, du bist Dritter. Ich finde deinen Name, Fischköder Willi, ist natürlich eigentlich für ein Schiff perfekt. Aber wir nehmen jetzt Folgendes. Philo und Isarie. Philo Isarie klingt wirklich wie so eine Lichtgestalt. Irgendeine Politikerin oder ein Politiker oder ein Forscher. Philo Isarie. So, das ist jetzt unser erstes Schiff. Und Dankeschön, liebe Werftarbeiter, dass ihr uns so eine Freude gemacht habt. So, wir sind jetzt hier auch im Plus, das ist gut. Das gefällt mir. Das Warp-Field wird hier auch fleißig erforscht. Hoffen wir mal, allen geht's gut. Cashflow sieht gut aus.
Private Cache sieht gut aus. Können wir, glaube ich, eher so indirekt beeinflussen, wenn ich es richtig verstehe. Oh, guck mal hier. Wir haben jetzt hier Colony Growth auf 100% und Research auf 0%. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich das smart finde. Oh, hier, a new scientist appears. Show me. Das ist ja fantastisch. Wir haben einen neuen Wissenschaftler. Der heißt für den Moment noch Obida Ikuros. Aber das ist natürlich nicht von Dauer. Denn unser guter Freund wird auch anders heißen. So, wer von euch sieht sich denn so als sehr schlauen Wissenschaftler? Wer kann sich mit dieser Rolle... Guck mal hier. Tilofuß. So. Bam. Ist unser erster großer Wissenschaftler. Und wir haben irgendwas discovered. Discovery at Karl Seto 5. We have discovered new resources at Karl Seto 5 in the Karl Seto System. Das ist ja bei uns zu Hause. Bifurian Silk is an extremely fine shimmering blue silk spun by the Bifuria Worm. Bifuria Worms live deep in dark underground caves on grasslands and continental worlds. They attach themselves to the ceilings and walls of damp grottos and spin vast webs of ultra-fine gossamer fibers. These fibers can be collected and woven into Bifurian Silk. Bifurian Silk provides the following bonuses: Colony Development und Colony Income. Ja, das ist doch eine sehr gute Nachricht. Können wir trotzdem mal dismissen, damit sie uns hier nicht den Posteingang zuspammt. So, hier oben kann man die Geschwindigkeit erhöhen. Ihr seht hier die Sternzeit, die galaktische Sternzeit. Und hier sehen wir das Early Warp Field, was sehr lange dauert. Ich frage mich, ob ich eingreifen soll, ob das schlau ist, dass ich sage, wir machen mehr auf Research jetzt hier. Aber wir haben ja auch noch nicht die 100%. Also Potential Maximum is more than available. Maximum Colony Growth Usable Amount 2053. Das heißt, wir produzieren einfach nicht genug, um das Wachstum über oder ja auf 100% zu bringen und zusätzlich dann noch was übrig zu haben für Research. Deswegen glaube ich, wird das hier gerade ein bisschen langsam sein. Aber wir sind ja ganz am Anfang. Das wäre ja keine Herausforderung, wenn das direkt so einfach wäre. Wir können jetzt auch Sachen bauen. Also warte, wir gucken mal erstmal. Wir haben hier Happy Way, das ist ein Mining-Schiff. Das hat keine Mission, was ich frech finde. Es sollte eigentlich automatisiert anfangen, Sachen. Vielleicht müssen wir erstmal ein Erkundungsschiff bauen, was dann neue Ressourcenvorkommen überhaupt freilegt. Was haben wir? Forbidden Bargain, Under Construction. Achso, war das andere auch Under Construction? Nee. Doch, Under Construction ist noch gar nicht fertig. Deswegen macht es nichts. So, das ist... Right-click to build. Achso, nee, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Das ist ein Express Starways Space Dock. Der kann Sachen bauen, meine ich. Oh, jetzt habe ich aus Versehen den Rechtsklick gemacht. Das wollte ich gar nicht. Okay, der kann jetzt eine Research Station bauen. Doch, das wollte ich machen. Der baut jetzt eine Forschungsstation. So, geil. Aber was ich zeigen wollte, ist, hier auf dem Planeten können wir Sachen bauen. Also wir können hier bei Build New Ship or Base können wir mal draufklicken und können dann hier aus einer Liste auswählen an Schiffen, die wir in Auftrag geben können. Müssen wir vielleicht gerade noch nicht machen. Und ich meine, hier sehen wir, was gerade errichtet wird. Da wird eh schon ein Small Freighter, ein kleines Frachtschiff, noch ein kleines Frachtschiff und Mining-Schiff hergestellt. Ich finde ja, wir brauchen nochmal so einen Explorer, so einen Scout, der überhaupt diese ganzen Ressourcen erstmal scannt und dann vielleicht auch auf Sicht ja, den Planeten verlässt. So, wir können hier auch ein bisschen einmal so rum. Also unser quasi, ihr wisst schon, was ich meine, der ein bisschen einfach ins Weltall fliegt und entdeckt für uns. So, das ist auch under construction. Schöner Planet, oder? Wer weiß, vielleicht ist die Erde ja am Ende auch nur eine Kolonie. Und unsere Verwandten sind einfach, kommen woanders her ursprünglich, wer weiß schon. Ich glaube, wir können jetzt auch ein bisschen schneller machen.
Kurzes U. Ach so, Tilophus. Tilophus. Tilophus? Tilophus. So, ich mache mal schneller. Dann passieren auch mehr Sachen. Wir können auch eine Werft. Oh, guck mal, hier ist erstmal das da wird das Research Center gebaut. Das hilft uns dann bei neuen Technologien. Damit Rötzling wächst und gedeiht. Colony Approval ist gut hier oben. Sehen wir so einen kleinen Smiley. Das gefällt mir. Population wächst. Auch das ist fantastisch. Aber hier müssen wir noch mehr machen. Wir müssen mehr verdienen noch. Ich glaube, das steht und fällt mit Ressourcen. Und dafür brauchen wir erstmal so ein Explorer-Schiff. Haben wir irgendwo vielleicht schon eine Schiffswerft? Nee, ne? Ich glaube nicht. Wir müssen erstmal dann hier... Nee, ich finde, wir müssen jetzt mal ein Explorer bauen. Wo bist du? Da. Explorer. Small Exploration Ship. Das bauen wir jetzt. Hat sich hier eingereiht. Oh, okay. Pass auf, was ist los? Kurz mal lesen. Ah ja, Discovery at Taubla. We have discovered new resources at Taubla. Ja, das ist natürlich alles... Ah, nee, das ist dieser Planet hier. Oder ist das unser Mond? Nee, ne? Dafür ist der... Oh, ist das unser Mond? Könnte unser Mond sein. Ja, Rocky Metallic Moon. Da haben wir jetzt Ressourcen entdeckt. Das ist fantastisch. Okay, guck mal. Der Explorer, Philo Esarier, den wir gerade umbenannt haben, der Explorer hat tatsächlich schon Arbeit geleistet. Ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht dann... Aber die sind ja noch nicht fertig, ne? Mining Ship. 21%. Na, ist bald fertig. Dann dürfte das auch losgehen, dass hier Rohstoffe abgebaut werden, hoffe ich doch mal. Wie sieht es hier aus mit der Forschungsstation? Die ist bei 87%. Okay, komm, wir machen weiter. Dann haben wir neue Ressourcen. Auch hier drauf ist alles derselbe Planet. Oh, Research Station. Ah, guck mal hier, die ist fertig. Da. Und da dürfte jetzt hoffentlich ein bisschen schneller gearbeitet werden. In puncto erforschen. Dafür ist sie doch da. Tilophus ist an Bord dieser Forschungsstation. Frisch errichtet. Es riecht noch nach Farbe. Und da wird er jetzt die Arbeit aufnehmen. Das ist fantastisch. Vielen Dank. Das haben wir noch. Research Station completed. Ja, das haben wir ja gemacht. Was gibt es hier noch für... Das sind... alles die Rohstoffe, die auf diesem Planeten gefunden wurden. Oh, was haben wir hier? New Spy Agent. Warte doch mal kurz. New Spy Agent named Kobi Xanaria has appeared. Das ist fantastisch. Und... ein neuer General. Okay, das ist cool. Das heißt, wir haben jetzt erstmal... Hier, wen haben wir denn da? Den neuen General. Wer von euch sieht sich denn als General? Wer sieht sich denn von euch als General? Wer sagt denn, ja, das ist genau mein Ding. Ich kann sehr gut militärische Operationen befehligen. Ich habe gerade Rückenhaltung, autoritäres Auftreten, gepflegte Uniform, gut gestutzten Bart. Gibt es da jemanden, der sich da sieht? Und sagt, ja geil, nimm mich. Ist er überhaupt noch da? Ich hoffe doch. Wie wär's denn mit, wie sieht er denn aus, so ein Bürstenschnitt? Den nennen wir jetzt einfach, wir bleiben im Ohnsorg-Theater-Bereich. Ich muss mal den Chat aktualisieren kurz. Ah, ihr seid raus. Oh, oh, oh. Das ist natürlich blöd. Woher kenne ich das Problem? Aber das geht noch. Okay, ich kann leider gerade den Chat bei euch nicht mehr sehen. Aber pass auf, ich mache den Chat einfach hier auf dem Telefon an. Ihr seid mir nämlich hier gerade abhanden gekommen bei OBS, aber das ist, solange ihr mich noch sehen könnt, ist ja alles in Butter. Aber dann werde ich den mal hier aufs Telefon legen, den Chat, damit ich euch auch sehen kann. So, pass auf.
So. Zack. So, da seid ihr wieder. dann machen wir noch mal kurz den Chat auf groß. Was, wie auch immer das passiert ist. So, hi Leute, hi. Ich habe mich schon gewundert, warum keiner mehr was gesagt hat. Ich wurde stutzig, als keiner der General sein wollte. So, ich will jetzt hier den Chat mal eben kurz. Wie kriege ich den hier aufgepoppt? Wie kriege ich den Chat aufgepoppt? Muss ich da, egal, Hauptsache ich sehe euch so. Auf mehr kann ich jetzt gerade nicht hoffen, glaube ich. Oder geht das hier? Nee. Das passt schon. So, jetzt seid ihr wenigstens da. Klein, klein und süß seid ihr da. So, also weiter geht's. Wir haben, jetzt sehe ich das auch. Wer möchte denn der Spion sein? Warte mal, ich habe noch einen neuen Spion. Wieso? Da. Wer will der Spion sein? Das sieht doch geil aus hier. Guck mal hier. Wer will der Spion sein? Hallo Fritzbube. Ja, muss ich später mal gucken. So, Herr PS will der Spion sein. Alles klar. Herr PS. Das ist auch ein geiler Name für einen Spion eigentlich. Herr PS. Herr PS. Ich habe Sie bereits erwartet. Die nächste Mission wird Ihnen sicherlich nicht gefallen. Okay. Ja, Herr PS. Darf ich nicht? Doch, komm. Herr PS. Genau. So, Skills, Trades, Missions ist noch nichts. Erforderlich Counterintelligence against Foreign Agents. Okay, das ist die aktuell aktive Mission. Wir sind nicht aktiv, sondern wir machen Counterintelligence, also falls irgendwer gegen uns tätig wird, dann versucht er, das zu verhindern. So verstehe ich das. Das ist gerade sein Job. Ist ja vermutlich auch sehr viel stressfreier, als jetzt auf fremde, noch nicht entdeckte Planeten zu reisen, um dort ganz unauffällig als Alien irgendwelche Informationen oder Sabotageakte durchzuführen. So. Weiter geht's. Pause war aktiviert. Das ist der Mond. Oh, Hyperspace Technology discovered. Haha, endlich. Using the ancient knowledge recovered in our earlier exploration, we have developed our first primitive hyperdrive. This breakthrough technology allows our starships to travel faster than light. This momentous discovery means that we can quickly traverse our own solar system, exploring and expanding. Further advances should let us even travel to faraway stars, truly exploring the galaxy. We should quickly exploit this new capability by redesigning and building new ships with these hyperdrives. Yay! Okay, das ist richtig gut. Wir können ab jetzt die Fesseln unserer Wiege ablegen, sprengen und uns endlich dahin begeben, wo wir hinwollen, nämlich in das in die Weite des Weltalls und legen den Grundstein dafür, eine multiplanetare Spezies zu werden. So, Research Center war fertig, genau. Wie sieht es hier mit den anderen Sachen aus? Das Ding ist noch nicht fertig. Die Sneaky Guide, das ist auch eigentlich ein ganz guter Schiffsname, Sneaky Guide. Was haben wir hier? Forbidden Bargain ist ein Light Hauler. Ist das ein... Können wir uns den mal genauer angucken? Ist das ein Kampfschiff? Guck mal, wie kann ich richtig reinzoomen? Ist das ein Kriegsschiff? Light Hauler? Finde ich, es klingt für mich kriegerisch. Oh, wir haben wieder was Neues entdeckt. Das ist gut. Ein Asteroid, der uns Reichtümer verspricht. Das kommt natürlich jetzt alles durch die... Hier sieht man das. Da passiert das gerade durch die Forschungs- oder durch die Scouts hier. Das ist hier die Philo Esari, der Explorer. Und der findet hier ständig neue Asteroiden. Und da sieht man, was die so haben. 4%, was ist das? Eisen oder Aluminium oder was ist das?
Dann haben wir hier, das sieht, ja, sieht alles, ah, 79%, was ist das für ein Cuprica, Steel, ja, das ist Stahl und Mapna. Okay, aber hier kriegt man auf jeden Fall Cuprica, was man da abbaut. Die werden jetzt alle gemappt und es ist auch so, dass man mit verbesserter Technologie auch mehr Sachen aufspüren kann. Also es kann sein, dass so ein Explorer-Schiff denselben Himmelskörper untersucht und dann wieder was Neues findet, wenn er bessere Scanning-Technologie hat. Hyperjump! One of our ships, the Trusty Wanderer, has engaged its hyperdrive, allowing our empire to travel faster than light for the very first time. Distances that previously took months to traverse can now be covered nearly instantly. Next stop, the stars. The Trusty Wanderer is now speeding through hyperspace. Who knows what it will discover? Ja, hier irgendwo, da befindet er sich. Achso. Ja. Er ist unterwegs. Er wird sicherlich fündig werden. Die Galaxis ist groß und voller Leben. So, wir sind auf vierfache Geschwindigkeit. Das ist doch ganz gut. Dann kommt ein bisschen was durch. Hauler sind doch Transporter. To haul, schleppen, befördern. Ja, die machen gerade noch nichts, ne? Melde mich zum Smoothie, sagt. Ja, du kannst Smoothie werden, Senseless. Auf jeden Fall. Oh, neue Nachricht kommt rein. Oh, geil, hier. Early Energy Deflectors Research completed. Dankeschön. Ja. Hat sich jetzt hier eigentlich ein bisschen was getan? Oh ja, oh ja, oh ja. Guck mal, wir können jetzt mit 54% Einsatz die 100% Effizienz im Colony Growth erreichen und haben jetzt hier 46% übrig für Research. Das heißt, da ist einiges passiert. Das finde ich fantastisch. Ich würde demnächst natürlich, irgendwann müssen wir ein Kolonieschiff bauen. Was wird jetzt hier errichtet? Genau, jetzt werden hier die Mining-Ships gebaut. Das ist automatisiert, was jetzt hier gebaut wird. Das ist gut, weil dann können wir diese ganzen entdeckten Ressourcen auch abbauen und für uns einsetzen. Noch so ein Hauler, die haben gerade nichts zu tun. Aber gleich, wenn wir unsere Mining-Ship-Flotte haben. Das ist under construction alles. Ah, hey, hier, guck mal, hier. Der ist fleißig am Mining, guck. Das ist unser Mining-Ship. Und da sieht man, was der da gerade rauszieht aus diesem Gesteinsbrocken. Und zwar ist das, habe ich schon den Namen vergessen, aber das, dieser Klumpen da halt, ihr seht es. So, was haben wir hier? Ah, neue Discoveries. Ein neuer Planet, Kalsetu 8. Am äußersten Rande unseres Sonnensystems mit einer lächerlich langen Umlaufbahn um die Sonne, Kalsetu. Super Giant Star. Und hier, was haben wir hier für Ressourcen drauf? Argon, Krypton, Kasslon. Ist doch gut. Und so schön rot. Schöne Farbe. Was haben wir hier? Unseren Planet. Kann ich ihn eigentlich umbenennen? Wieso heißt der eigentlich Kalsetu 5? Der heißt Rötzlingen Central. Rötzlingen Central heißt jetzt der Planet. Das ist ja sonst ein sehr fantasieloser Name. Wir haben ist es Schlangenhaut? Questurian Skin, tatsächlich. Questurian Skin is the soft, scaly skin of the Questurian, an enormous aquatic reptile. Oh, they are deadly predators. Können 100 Meter lang werden? Ugh. Okay. Auf diesem Planeten, auf Kalsetu 4. Okay, den müssen wir natürlich dann nochmal, den können wir ja vielleicht besiedeln. Obwohl, wollen wir den besiedeln, wenn da 100 Meter große Raubtiere drauf existieren, aber der scheint mir schon ganz gut geeignet zu sein für Deep Ocean Planet. Gibt es da denn kein Land? Doch, oder? Ist das nicht auch ein bisschen Land hier? Landmasse? Doch, da hast du Landmasse.
Da können wir eine Kolonie drauf machen. Früher oder später. Oder nicht? Colonization Suitability Zero. Ugh. Schade. Consider instead establishing an outpost at this location. Outposts have fixed support costs, but do not grow or earn income. Ja, okay. Oh, was haben wir jetzt? Abandoned ship encountered. We have encountered an abandoned destroyer adrift near Karlsetu 7 in the Karlsetu system. Should we investigate the ship? Okay. Investigate Scarlet Downfall. Leave the ship alone. Take me to the location of Scarlet Downfall. Ja, erstmal take me to the location. Da ist das Schiff. Ein alter, rostiger Brocken. Die Scarlet Downfall. Aber wisst ihr was? Wir werden das sowas von untersuchen. Die sieht ja richtig windschnittig aus, das Ding. Investigate. Investigate. Debris field discovered. We have discovered a field of space debris in the Karlsetu system. It appears to be the remains of a battle. The wreckage includes powerful military ships that look salvageable. We should send construction ships to this location at once to repair and recover as many of these valuable ships as possible. Repairing the advanced technology in these ships would no doubt provide research bonuses to our empire. It also may be wise to send an armed escort along. We want to dissuade anyone else from claiming these ships. Wer sollte das machen? Let's keep this discovery to ourselves. Ja, geil. Was? Noch mehr? Ne, das war okay, das ist das. Guck mal, da zwischen diesen kleinen Bröckchen haben wir ihn gefunden. So, wir gehen mal hier zurück nach Hause, nach Rötzling Central und gucken, was jetzt hier Phase ist. Wie sieht das aus mit der Schiffsproduktion? Wir haben, oh, ein Spaceport, ja, fantastisch, und ein Mining Ship. Als nächstes haben wir den Spaceport, dann können wir nämlich auch dort Schiffe im Weltall bauen. Das ist ja gar nicht so unwichtig, weil wenn man immer Schiffe auf dem Planeten baut, dann muss man die ja hochbringen in die Schwerelosigkeit des Alls, und das kostet natürlich unfassbare Mengen Energie. Aber wenn man die Schiffe direkt im Weltall baut, möglicherweise hat man sogar irgendwelche Schmieden und so auch im Weltall, dann kann man viel schneller und günstiger produzieren. Das heißt, das ist wichtig. Das ist der nächste Schritt in unserer Zivilisation. Klingt nach einem Gasplaneten. Nee, der... Oh, warte, ist es wieder irgendwas passiert? Okay. Wir haben wieder was entdeckt. Discovery at Karlsetu 3. Silikon. Dankeschön. Und, oh, Spaceport constructed. Sehr gut. Das ist hier dieses Gerät. We have constructed a spaceport. This large orbital base serves as a shipyard, allowing us to build many different types of starships. Our new spaceport also provides a hub for trade and commerce. Freighters will deliver cargo here and ships can refuel here. As our technology progresses, we should upgrade our spaceport with other capabilities, shields and weapons for defense, research labs, sensors and more. Das klingt gut. Hier sind wir jetzt. Okay, da wird hier jetzt richtig geackert. Was bauen die hier gerade? Hier unten links sieht man das, ne? Ein Small Freighter und... Ja, jetzt wird hier ein Small Freighter gebaut. Aber ich kann hier auch selber sagen, was ich bauen will. Zum Beispiel ein Explorer, ein Construction Ship oder ein Escort Schiff. Wir lassen das mal automatisiert. Was ist jetzt hier noch gekommen? Oh, das sieht ja geil aus. Valkala Crystals. Braucht man immer. Genau, und das haben wir jetzt auch fertig. Als nächstes kommt hier die Research Lab. Als Technologie ist gleich fertig. Das ist gut. Ich habe das Gefühl, es läuft gerade. Zufriedenheit. Ja, plus 5. War schon mal besser. Eine neue Ressource. Osalia. Okay. Das ist gut. Das muss alles gemappt werden hier. Es gibt auch noch sehr viele unerforschte Bröckchen. So, das ist jetzt fertig. Research Lab. We've completed the Research Lab. Don Dengo, vielen lieben Dank.
Für den Support, Research Lab. Okay. Kann man das hier im Research Center bauen oder wie ist das zu verstehen? Retrofit, nee, das wollen wir nicht machen. Research Resource Shortages 1. Okay, da gibt den Bonus, sehe ich das richtig, dass Tilophus, unser Wissenschaftler, uns einen Bonus gibt. 6% Hightech Research, ist das der Bonus, den er uns bringt? Könnte gut sein, ne? Aber ich finde ja auch, Calcedo Research Center finde ich natürlich nicht richtig. Das passt ja überhaupt nicht mehr, das ist ja der alte Name. Rötzlingen Research Center. So, Rötzlingen Research Center heißt das jetzt. Und oh ja, Rötzlingen Central Spaceport. Wird da gerade, oh, da wird gar nichts gebaut. Huh? Gibt es etwa keinen Bedarf? Es gibt immer Bedarf. Wie wäre es denn nochmal mit einem Mining-Schiff? Oh, Construction-Ship. Was können wir denn damit alles bauen? Ah, Explorer haben wir vielleicht schon. Wie sieht es eigentlich aus mit unseren Schiffen? Lass uns mal einen Überblick verschaffen, wie viele wir derzeit haben. Das ist nur Military. First Strike Trooper Brigade at Rötzling Central. Aha. Infantry wurde automatisch gebaut. Infantry Attack Strength, Defend Strength. Ja, man kann auch angegriffen werden, ne? Also die anderen Zivilisationen im Weltall, die sind uns nicht zwangsläufig freundlich gesinnt. Es kann auch sein, dass sie düstere Absichten haben. Henry Wahl, unser General. Waiting at Rötzling Central, das ist okay mit mir. Ja, aber ich will jetzt mal zivile Schiffe. So, das sind die Stationen, Central Spaceport, Rötzling Central, was haben wir dann noch? Express Starway, die hat gar keine Mission. Warum? Ach so, die hatte das hier gebaut, oder nicht? Aber die können wir sogar woanders hinschicken. Können wir mit der noch was machen? Nee. Ich glaube nicht. Für den Moment. Okay, Autobild. Das war jetzt wichtig. Da, die war nämlich auf manuell gestellt. Aber jetzt habe ich die automatisiert. Die hat ja einfach gar nichts gemacht. Guck mal, jetzt baut die hier schöne Minen rein. Oder was baut die jetzt? Mining Stations irgendwo hin. Was baust du jetzt? Ah, erstmal geht die da. Ah, okay, die geht jetzt in den Spaceport und belädt sich wahrscheinlich mit nötigen Ressourcen. Und dann wird die da gleich wieder rausfliegen und dann was bauen. Sehe ich das richtig? Ich hoffe doch. Leaf Construction Yard. Ja. Kommt sie da gleich raus. Gut, das war gut, dass wir das nochmal hier gesehen haben. Build Order, was haben wir hier? Escort, Exploration, Construction. Okay, das ist die Build Order. Da, warte, da ist er das? Nee. Was? Der hat auch keine Mission. Monitoring Stations. Auto Build Resort Bases. Auto Salvage. Fully Auto, ja, jetzt machen wir genau. Das ist jetzt Fully Automate. Jetzt kann er auch selber entscheiden, was er bauen soll. Aber er hat gerade überhaupt nichts zu tun. Ich hoffe mal, da kommt noch irgendwas. Da muss noch mehr kommen. Hier kriegen wir jetzt eine Übersicht über die Ressourcen und wir sehen, okay, wir haben Polymer und Carbonit, aber ansonsten ist noch nichts dazugekommen. Wir sehen aber jetzt hier, was sich geändert hat. Sind die Known Locations, ne? Also da wird noch nichts gebaut, abgebaut, aber wir haben halt schon Vorkommen entdeckt. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, Mining Locations, Rötzling Central, da haben wir halt genau die Sachen gefunden.
New Mining Locations. So, jetzt könnten wir für neue Ressourcen so eine Mining Station hier in Auftrag geben. Wir haben hier bei, also ich finde Karl Seto ehrlich gesagt sehr vielversprechend. Ich weiß nicht genau, welche Ressource für uns super wichtig ist. Aber ich finde ja, die Werte hier sind sehr gut. Alles Production Shortages. Ich baue mal hier eine. Private Economy Expense. So, jetzt wird bei Karl Seto, Dankeschön, wird da jetzt was gebaut. Auch die könnten wir jetzt natürlich umbenennen, diesen Planeten. Karl Seto will ich umbenennen. Giant Gas Planet. Können wir natürlich nicht logischerweise ansiedeln. Aber was ist denn mit umbenennen ist nicht drin? Es sieht aus, als wenn ich in den Weltall verschiebe, ne? So sieht's wieder, aber so macht es einem schon ein bisschen Angst, wenn ich einfach den Planeten verschiebe. So, was essen die Arbeiter von der Mining Station? Vielleicht bei der Dining Station? Okay, guter Gag. Gefällt mir gut. Man weiß ja vorher nicht, wenn man so einen Kommentar anfängt vorzulesen, weiß man ja nicht, was man bekommt am Ende, ne? Tatsächlich. So, was wollen wir denn, wo wollen wir denn noch was bauen? Wer ist denn hier noch vielversprechend? Erstmal, finde ich, bauen wir die eine da fertig. Karl Seto 4. Das sind auch wieder... Oh, 87% Cassian Crystal. Aber davon haben wir derzeit offensichtlich genug. Aber die Werte sind ja auch wirklich sehr gering. Machen wir erstmal das hier fertig. Und da geht jetzt das Schiff hin, was bis eben nichts zu tun hatte, glaube ich. Hier, da ist es. Und baut jetzt diese Mining Station. Guck, da ist es. Zu 70% fertig. Oh, ein Advisor Message. Advisor Suggestion. Build Ships. Build Construction Ships. Build Ships, ja, okay, alles klar. Mining Station constructed. Das ist natürlich hier, Dankeschön. Fantastisch. Und, warte mal kurz, jetzt lesen wir es erstmal in Ruhe durch. Erstmal, Advisor Suggestion, Assign Mission, Complete Construction of Abandoned Ship, Scarlet Downfall, machen wir, Assign Mission. Dann Advisor Suggestion, Build MS3 Large Mining Station at ND32 Karl Keto System. Okay, welcher ist das? ND32, dieser hier. Naja, der ist jetzt mit 16% und 11% nicht unbedingt mega geil, aber wir sagen, okay. Achso, erstmal Build Ships, Construction Ship, Exploration Ship und Escort machen wir. Dann bauen wir jetzt hier auch die von ihm gewünschte Station. Vielleicht brauchen wir einfach diese Rohstoffe da aus irgendeinem Grund. Und Research Station at Taubla. In Taubla? Das ist hier. Da sollen wir eine Research Station. Oh geil, 94%. Können wir da nicht lieber eine Mining Station bauen? Warum denn eine Research Station? Weil es einen Bonus gibt, plus 14%. Na gut, dann mach mal. Aber ich würde ja auch sagen, da kann man hier gut... 94% ist ein super Wert. Und offensichtlich gibt es da auch Bedarf. Wo wollte der jetzt... Warte mal, macht der das jetzt? Da ND32. Genau, da wird gebaut, das ist gut. Und ich mache das jetzt, ich entscheide das jetzt einfach selber, dass wir hier bei Taubla, wenn wir da eh schon was bauen, dann können wir direkt nochmal eine Mining Station bauen. So. Das ist jetzt meine Entscheidung als Chef der Welt. Wieso darf ich den Namen von Karl Seto nicht ändern? Das ist der totale langweilige Name. Wissenschaftlich natürlich korrekt, weil es der 8. Planet im Sonnensystem ist. Also es wird ja bei der Sonne, wird der immer gezählt wahrscheinlich, ne? Und dann 1, ne? Wer ist die 1? 1, 2 und dann geht das so in die äußeren Ringe und dann ist das der 8. Das heißt, die Erde wäre ja dann wahrscheinlich, unsere Sonne heißt Sol. Das heißt, die Erde ist der zweite Planet, oder? Ne, der dritte.
Merkur, Venus, Erde. Also wäre Sol 3, oder? Sol 3 wäre die Erde, sehe ich das richtig? Wenn man das jetzt so in diesem System weiterführen würde. Übrigens, wenn ihr Interesse habt, das Spiel selber mal auszuchecken, ich habe ja so einen kleinen Bot bei mir, den ihr mit Ausrufezeichen DW einfach mal aktivieren könnt. Ausrufezeichen DW im Chat oder ihr geht auf die Twitch-Seite und klickt da einfach mal geschmeidig auf die Grafik. So. Gibt's Astronomen unter euch? Astrologen? Nee, Astronomen. Achso, wir sind immer noch in der Pause. Können wir nur, dass hier nichts passiert? Was ist. Was haben wir hier? New Mining Station completed. Jawohl, guck mal. Hier ist die. F Oh, das ist ja nice. Warte, ich mache mal ein bisschen langsamer Realgeschwindigkeit. Das ist jetzt unsere Mining Station auf Khal Zetu 8. Und hier sehen wir diese kleinen, süßen, putzigen. Ja, was sind das überhaupt? Raumschiffe, Drohnen, Sonden, die jedenfalls in diesen Gasriesen reindüsen. Hier, da, wie so eine Ameisenstraße. Geil. Wie eine Ameisenstraße holen die das Zeug da raus. Das war die richtige Entscheidung von mir, dem Chef der Welt. Und hier wird natürlich, das wird noch eine Weile dauern, weil die ja gar nicht das nötige Schiff dafür haben, glaube ich. Oder? Muss ich das manuell bauen oder haben wir das, wird das schon getan? Ah ja, hier Construction Ship. Das bauen die schon von alleine. Handsome Bootlegger. Das ist der Name? Handsome Bootlegger? Ist der Name des Schiffes? Ist ja fantastisch. Da bin ich mit einverstanden. Was bauen wir hier? Bold Miracle Exploration. Noch ein Mining Ship und noch ein Mining Ship. Ja, das wird alles automatisch gemacht. Bin ich auf Pause hier? Nee. Wir machen auch mal wieder ein bisschen höhere Geschwindigkeit, damit wir schneller vorankommen. Wir wollen ja noch ein bisschen was sehen. New Construction Ship. Show me. Sehr gut. Der würde wahrscheinlich jetzt eine Mine bauen, oder? Was machst du? Oh, was ist das? Das ist so ein Hauler-Schiff wieder. Was macht er jetzt? Khal Zetu Chance. Wo willst du jetzt hin? Was machst du? Ah, da baut er. Oh, hier, das ist die Research Station. Das neue Exploration-Schiff ist fertig. Sehr gut. Und das neue Construction-Schiff ist fertig. Damit können wir dann die nächste Mine bauen. Guck mal, das ist hier dieser wunderschöne Planet Rötzling General. Warte mal, was baust du da überhaupt? Mining Station hier direkt. Okay. Das war eigentlich gar nicht der Plan. Military Ship constructed. Yes. We have constructed our first military ship, the Black Conflict. Das ist ein geiler Name. We are now able to defend ourselves against threats. Build more military ships to protect our empire. Jetzt wird schon über Empire gesprochen. Throughout our star system. Yeah, wo ist das Schiff? Was ist es denn? Zeig's mir. Da, nee, das ist es doch nicht. Was ist denn jetzt? Was machen die denn überhaupt da? Die tanzen miteinander wie so zwei verliebte Libellen. Im Liebestanz vereint. Was machen die denn? Die sind doch gerade in irgendeiner Fehlspirale. So, ich wollte mal kurz gucken. Wo ist denn jetzt hier unser Schiff? Da, die Black Conflict. Da ist sie. Sie ist wunderschön. Warte, normale Geschwindigkeit. Guckt sie euch an. Wo fliegt sie hin? Patrouilliert sie das System? Okay, wer will. Oh! Pause, Pause! Was ist das? Shit, Pirate Raider. Oh, die sehen richtig piratisch aus auch. It would be very unfortunate if any of your ships or bases suffered harm. For the modest monthly fee
Of 125 credits, we can ensure that our vessels avoid damaging your vessels. You would be wise to accept our offer. Okay, warte mal ganz kurz. Also wir können uns das leisten, ehrlich gesagt. Was können die denn? Angry with us. Reputation, Satisfaction, War, Wariness, None. Was hat er denn für ein Schiff? Kann unsere Black Conflict mit dem mithalten? Ich möchte mehr Informationen. Was sagt ihr denn, Leute? Guck mal, da hat er sich versteckt. Ist es das? Nee, das ist der. Doch, das ist doch der. Scarlet Downfall? Nee, warte mal. Das ist doch das Schiff, was wir entdeckt haben. Wo ist denn der Heini überhaupt? Show me. Antar Confederation encountered. We have encountered a new pirate faction in the Kyle Status system, the Antar Confederation. This pirate faction is predominantly composed of Gizurians. The Gizurian are naturally very hostile toward us. They are unlikely to be useful allies. Initial communications with the Gizurians have gone very poorly. We accidentally insulted the Gizurians, causing great offense. Ja, das ist natürlich jetzt super ärgerlich. Okay, was machen wir mit denen? Vielleicht sollten wir erstmal nachgeben, oder? Aber wir wollen uns jetzt nicht auf Dauer zu solchen Schutzgeldzahlungen verpflichten. Dafür fühle ich mich viel zu hochnäsig. Können wir einen negotiated deal machen? Da, Protection Agreement for 125 Credits per month. Ach so, warte, das will der gar nicht. Das will der ja gar nicht. Ach, verstehe. Okay. Das können wir gar nicht machen. Greifen die mich denn direkt an? Hatte der mir nicht gerade was angeboten? Ich hatte das Gefühl, der hätte mir was vorgeschlagen, aber offensichtlich ja nicht. Ja gut, dann... Offer Treaties? Nö. Shit, okay. Send a gift? Nö. Will mich verarschen, nie im Leben kriegt ihr so viel Geld von mir. Nö. Was passiert denn jetzt? Wenn wir jetzt Goodbye sagen? Oh Gott. Ja. Ich bin ja der Meinung, man muss solchen Gestalten immer direkt Stärke zeigen. Weil wenn man Schwäche zeigt, dann fressen die einen auf. Strength 34, Average Damage per Second 4,4. Und was hat er so? Die Black Conflict, ja, kann die sich gegen das feindliche Schiff durchsetzen? Ich weiß es nicht. Okay, wir machen mal Goodbye. Pirates. It appears that we have company. Unfortunately, this is not the kind of company that we want. Hostile space pirates. Where did these pirates come from? Are they a scouting party for a larger empire, or are they a lone group? These pirates look well armed and are more technologically advanced than we are. Thus, given our current situation, it would be wise to appease them in any way possible, even paying them off if necessary. Ja, okay, verstehe, aber wie kann ich denn jetzt nochmal deren Angebot reaktivieren? Hatten die mir nicht ein Angebot gemacht mit 125 Mark oder habe ich das falsch gelesen, weil das hier war? Ja, der will mir halt Money, der will mir halt gar nichts anbieten. Ist das, dass ich dafür gar nichts machen? Ich kann mir einfach Geld geben. Was dann? 100 Credits? Okay. Goodbye. Ich habe ihm Geld gegeben. 100 Mark. Hat er sich drüber gefreut.
Der weiß ja nicht, wie reich wir sind. Das kann der gar nicht ins Verhältnis setzen. Okay, Anta Confederation Pirate Raider. Dann würde ich doch sagen, angry with us, okay, aber die Tendenz geht nach oben, weil wir haben dem was geschenkt. Aber ich sollte wohl dringend dafür sorgen, dass weitere Schlachtschiffe gebaut werden. Das müssen wir mal schnell machen. Und zwar gehen wir mal auf unsere... Spaceport. Und da was wird gebaut? Small Freighter Exploration Ship. Build New Ship. Was haben wir denn? Escort. Construction. Small Exploration. Ist das alles, was wir haben? Warte mal. Ein Escort-Schiff. Kann ich mal die Informationen dazu haben? Ich nehme mal an, so ein Escort-Schiff ist doch eigentlich so eine Art Bodyguard. Die müssen doch kämpfen können. Oder nicht? Black Conflict, KSC to Phantom. No Mission. Under Construction. Okay. Oh. Pirate Raiders. Pirates are attempting to raid Kyle Seto 8 Mining Station. Das ist ganz frisch gebaut worden. They are intent on looting and pillaging. In the past, there were rumors of secret visits from Star Travelers, but recently these visitors from the stars have begun to appear openly. Some, like they are hostile, taking whatever they want by force. Others come in peace and trade. Ancient legends speak of a time when our own ancestors once traveled amongst the stars, but with a great forgetting, all this knowledge was lost. Many of our people say that now is the time for us to return to the stars. With the technology that we've acquired from some of our stellar visitors, it should be possible to once again become a spacefaring civilization. Ja, okay, aber was ist denn jetzt hier los? Also da haben wir... Fuck, die ballern auf uns, guck mal. Die Justice of Anta. Strength 133, scheiße. Und die Elusive Knight. Und die Evil Challenger. Wir haben original 3... Ja, okay, was mache ich jetzt? Fuck. Die ist gerade gebaut worden. Leute. Piraten sind je nach Schwierigkeit ziemlich stark am Anfang. Zahlen wäre für dich als Anfänger schon besser. Allerdings reden werden sie durch dein Geld auch stärker, sagt Kraut. Ja, das ist ein Dilemma, ne? Wenn deine erste Station zerstört wird, ist das Geheule groß. Von Schlachtschiffen kann bei deinem Lütten Fregatten gar keine Rede sein. Das ist ja mies. Eine miese Geschichte. Okay. Ja, was mache ich denn jetzt mit denen? Also kann ich denen jetzt nicht Geld geben oder so? Strength 34. Lol. Die ballern mich komplett aus dem Orbit, bevor ich überhaupt irgendwas gemacht habe. Ja, ich will, kann ich nicht... Warten Sie bitte, es gibt auch hier Diplomatie. Da. Ich möchte bitte mit euch sprechen. Ich muss speak with them. Wie machen wir das jetzt? Okay, vielleicht muss ich erstmal speichern. Sonst ruiniere ich hier alles. Wir probieren mal den meist sehr fruchtbaren Weg der Diplomatie. Und wir reden jetzt mit diesen... Die sehen ja auch dialogfähig aus, auf jeden Fall. Die sehen ja gar nicht aus wie diese hirnlose Barbaren. Negotiate a deal. Ich kann mit denen ja gar nicht... Was ist denn, wenn ich die jetzt... Okay, ich gebe ihm 1000 Mark. Okay, ich habe mir jetzt 1000 Mark gegeben.
Könnt ihr jetzt aufhören, bitte? Wie viel muss ich denen denn geben? Damit die mich in Ruhe lassen. Ah, sie drehen ab! Drehen sie ab? Nein, sie drehen nicht ab! Hör auf, sie drehen ab jetzt! Sie drehen ab. Sie drehen ab! Meine Zahlung wurde... Ja, da hauen sie ab. Das war ja fantastisch. Also 1000 Mark haben ausgereicht, aber das kann ja keine Zukunft haben. Ich kann die ja nicht ständig bestechen. Sie kommen ja ständig wieder. Das ist ja... das geht so nicht. Wir müssen jetzt sofort die Forschung erhöhen und eigene Kampfschiffe bauen. New Mining Station. Sehr gut. Show me. Prima. Research Facility. Mining Facility. Also, was ist das? So, der Mond Taubler. Okay. Und hier neues. Ah, zeig mir mal das Escort-Schiff, bitte. Das haben wir jetzt gerade gebaut. Was hat das? Strength 34. Na ja, gut. Ja, das ist dann tatsächlich genau diese Klasse, ne? Ja, zwei Stück. Das ist tatsächlich einfach ein Escort-Schiff. Die bringen ja gar nichts. Also da muss ich ja 10 von denen haben, um ein Piratenschiff zu gefährden. Nee, das ist nicht zukunftsträchtig. Aber wir müssen natürlich trotzdem weiter an unserer Verteidigungsfähigkeit arbeiten, das ist ja klar. Wir müssen natürlich mit der Forschung dann vorankommen. Also Railgun Weaponry klingt jetzt erstmal gut. Was brauche ich denn für so ein richtig geiles Kampfschiff? Starfighters. Starfighters klingt gut. Was steht denn da? Vermutlich habe ich Polymer, brauche ich dafür. Silikonstil Polymer. Command Center Fighter Only. Size 4. Crew Requirement 2. Wo steht denn da seine Kampfkraft? Wo steht die Kampfkraft? Steht da, sehe ich das richtig, dass da keine Kampfkraft steht? Aber das will ich natürlich dann haben. Ich brauche Starfighters. Abkommen und den Unterhalt lieber in Forschung und Erkundung stecken. Den Unterhalt der Schiffe, ja, okay. Verstehe. Also erstmal den Feind ruhig stellen durch in Gold gepresstes Platinum. Latinum. Gold gepresstes Latinum. Die Währung bei Star Trek, die Ferengis immer so gerne mochten. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt hier schon wieder los? We have encountered a new pirate, natürlich, Faction. Das spricht sich natürlich rum, dass dann dankbares Opfer zu finden ist. The Kal Setus is in the Ghost Fleet. This pirate faction is predominantly composed of humans, the same as our empire. Although they are pirates, they could prove useful allies if handled properly. Initial communications with the humans have gone very poorly. We accidentally insulted the humans, causing great offense. Ey, warte mal, wir sind auch humans. Show me. You want to speak with me? Ja. Negotiated deal. Ah. Geil. Protection agreement ist possible. Contact another empire. Contact Antar Confederation. Und was kommt dabei raus? Protection Agreement 450. What do you think? We accept your request for protection. The monthly fee is only 125 credits. Yes. Jetzt haben wir Beschützer. Sehr gut. Was haben die denn für eine Flotte eigentlich?
neutral with us. Die könnten jetzt die, also ich könnte die fragen, ob sie die Anta-Confederation kontaktieren. Ich weiß nicht genau, was sie dann machen. Was machen die denn dann? Besprechen die sich unter... Aber das kann doch nicht gut ausgehen. Dann machen die irgendeinen Deal untereinander und ich bin der Leidtragende. So ist es doch eigentlich viel besser. Die müssen mich beschützen. Das heißt, wenn jetzt irgendwann die wieder angekrochen kommen und wollen mehr aus mir rauspressen, dann erwarte ich, dass hier die Pirate Raiders mich beschützen. Oder ist das einfach nur, sag ich mal, eine leere Hülle, dieses Versprechen? Im Grunde genommen gebe ich einfach nur Geld. Und das Beschützen reduziert sich darauf, dass sie mich nicht angreifen. Das weiß man auch nicht, ne? Oh, Ancient Ordes. Hail, Dirtsider. We are the Ghost Fleet and we have long watched over your primitive world. Ihr seid auch Menschen. Our old legends tell us that many, many years ago some of our ancestors settled among you. As a result of all the plague-filled dirtballs in the galaxy, we've been a bit protective of yours and we've generally discouraged others of the clans from raiding your system. Now this has cost us over time, as some of the clans are fairly ultra-violent. Anyway, the legends also said that someday you would take to the stars again and that when that day come, we would be able to rejoin our dirt-based ancestors in one happy new clan. Well, seeing as this has now happened, we figure it's time for a chat. Ich mag nicht, in welche Richtung sich das entwickelt. The only thing, we've been rereading the legend and also talking over the cost of protecting your dirtball over the generations, and the legend says that rejoining you will return us to prosperity. Ja. We figure this means you need to pay up, and if you do, we'll know the prophecy was right and we'll join up with you. Otherwise, well, I guess we all know not all stories turn out to be true, so what do you say? Also wir können die Ghost Fleet mit 25.000 Öcken refuse to the pirate offer. 25.000 Öcken, das ist halt ein Drittel dessen, was wir besitzen. Mehr sogar noch. Aber ich muss mal kurz überlegen, ist es jetzt einfach nur eine Schutzgeldzahlung? Oder schließen die sich uns an, wirklich? Da steht doch... We'll join up with you. Also kann ich die jetzt sozusagen... Hier, Kraut, du bist doch Experte. Wie habe ich das zu interpretieren? Also wenn die sich mir anschließen mit ihrer Technologie, mit ihren Schiffen, mit ihrer Kampfeslust, wäre natürlich für mich nicht schlecht. Aber 25.000 Schutzgelderpressung sehe ich jetzt noch nicht. Ja, ich habe gerade ein Abkommen mit denen geschlossen, das stimmt natürlich. Aber da habe ich ja das auch noch nicht gesehen hier. Also das ist jetzt wirklich, finde ich, eine sehr entscheidende Frage. Wie wollen wir uns im Weltall aufstellen? Wie wollen wir gesehen werden? Die schließen sich an, sagt Lucky Pill. Ja, das finde ich, aber also wenn, das finde ich dann schon eine ganz gute Investition. Also jetzt, dann würde das Abkommen ja vielleicht auch hinfällig sein. Ich kaufe die jetzt, ich nehme die jetzt. Pay the Ghost Fleet, 25.000 Öcken. Ghost Fleet integrated. We have integrated the Ghost Fleet into our empire. The legends were true. All right, a sign of good faith and gratitude from Dirtsiders. I guess the legends were true after all, which means we share some common ancestors. If all the legends are true, then we have a lot to tell you and maybe we need also return to some of the older ways. For now, we join our clans into one and share with you what our legends tell us. 2 ages ago, before the Age of Shadows, there was no separation between space clans and dirt clans. We were one people, united against a terrible ancient enemy, the Shaktur. Das sind übrigens die Leute aus dem Add-on. That killed our people, destroyed our ships and our worlds and tore space itself apart. This was a battle to the finish, and defeating this enemy cost us most of our people, ships and worlds. By the end of the war, the worlds were full of disease and wrecked with natural disasters. Only the toughest survived, and those that went back dirtside were usually lost. We learned to survive in space. We were part of a clan called the Eighth Fleet back then, and the only one that made it
through the end. Our last orders were to protect the system, to keep it safe and hidden from the enemy, to do whatever it took to survive until the final victory, when the worlds and the star clans would reunite and return to prosperity and cooperation. After two generations passed, some decided to go back Dirtside and help those still alive there, but eventually they stopped communicating too. We who remained started calling ourselves the Ghost Fleet because the ghosts of our ancestors fought with us. We fought against the terrors of the void that appeared at the end of the last age, keeping them out of our system and away from our resources. We fought against and with some of the other star clans that survived. It turned out some of the enemies survived too, and we fought a long war against the Hive for many generations, losing many ships and much of the clan, but also meeting and sometimes trading with and fighting alongside other star clans, other fleets. Eventually, we drove the last of the enemy away, and then some of the clans turned on each other, and we've been fighting them mostly for the last three generations or so. There aren't as many clans as there used to be, and it's been a while we've been watching and seeing the Dirtsiders grow in number, guessing the plagues and disasters were over and someday we'd meet again. The galaxy's a dangerous place, and there's no telling what out there beyond the system, but working together we'll have a better chance at survival. We have found a technology, jetzt kommt endlich zum Punkt, that has advanced our understanding of advanced nuclear fission. We have found technology that has advanced our understanding of protein ionization. Ja, danke schön. Dankeschön, da hier Ghost, guck mir das mal an. Ghost Fleet Base, das sieht doch fantastisch aus. Das ist jetzt unseres. Diese Fleet Base ist jetzt unseres. Two Interceptors, two Bombers. Geil. Abandoned Ship Repaired. Yes, we have completed repairs to an abandoned destroyer adrift near Calcedo 7 and the Calcedo system. Should we board the ship and investigate further? Sowas von. Investigate Scarlet Downfall. Abandoned ship acquired. We have investigated an abandoned destroyer, Scarlet Downfall, at Calcedo 7. It appears to be in a good working order. We've boarded it and taken control. Disassembling the advanced technology in this ship at one of our spaceports would yield research bonuses. Alternatively, maybe we should keep this powerful ship and use it to defend our empire. Ja, kann ich mir das mal angucken? Wie geil ist das? Right-click to transfer final orders for 8th Fleet to Scarlet Downfall. Ja, hier, was kannst du denn überhaupt? Steht da irgendwas? Information, Information. Oh, Strength 418. Haha. Aber das, die, jawoll. Okay, warte mal kurz hier Pause, bitte. New Research Discovered. Any new resource discovered? Das ist ja fantastisch. Ja, geil. Ach, in the cargo hold. Okay, es ist alles einfach im Lagerraum unserer neuen Station. Und Proton, ja, das ist doch fantastisch. Also das war ja schon eine ganz gute Investition. So, wo sind wir hier? Ava, vielen Dank für den Support. Steinbrecher, vielen Dank für den Support. Ich habe euch nur ganz klein auf dem Handy heute, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Mir ist hier ein bisschen am Streaming-Rechner, der Chat abgekackt. Ich habe euch nur noch klein auf dem Telefon, deswegen kriege ich manchmal nicht alles mit. So, wie jetzt Right-Click to Move? Das kann ich jetzt manuell steuern, oder was? Tatsächlich, guck mal. Aber warte mal, ich möchte doch, dass du... Ich kann die jetzt irgendwo hinsetzen, wo die Piraten eventuell wiederkommen könnten, ne? Ich sollte die zu irgendeiner... Ich sollte die mal hier, pass auf. Entweder da oder zur Erde. Also zurück nach Rötzling. Ich müsste sie eigentlich nach Rötzling bringen, ne? Gut. Oder halt
First Defense Force. Hier ist halt diese Station. Was haben wir hier? Das ist halt mein Planet. Soll ich die nach Hause bringen? Ich glaube, der kommt jetzt, oder? Scarlet Downfall ist eigentlich ein ganz guter Name. Da kommt es angewackelt. Oh! Independent Colony of Naxilians encountered. We have encountered a new independent colony of Naxilians at Kyrela 1 in the Kyrela System. The Naxilians are naturally hostile towards us. Warum? We can invade and take over the colony by landing troops, or we could attempt to colonize them by sending a colony ship, although this is unlikely to succeed due to their negative view of us. Initial communications with the Naxilians have been fairly neutral. The Naxilians are wary of us. Research projects are available on our tech tree that can increase our understanding of the Naxilian. We should research these projects to improve relations with the Naxilians. Ja, geil. Wo seid ihr denn? Oh, guck hier. Grrr, you dare to come before us? This has better be good. Speak! Ja, ich habe übrigens einen kleinen Kometen im Schlepptau. Den könnt ihr auch einfach bei euch auf die Planetenoberfläche schleudern. Wir wissen nämlich, wie man Dinosaurier ausrottet. Oder... Cancel Restricted Trade Agreement? Nee. Negotiated Deal. Schade. Die mögen uns nicht. We respect your good reputation. We are troubled by your strange alien ways. We distrust you because of your limited experience with us. Naja, ich könnte dir ja auch einfach Geld geben. Und dann, ihr habt ja sonst nichts. Wie wär's denn, wenn ich euch mal 100 Mark einfach schenke? Sind die gekränkt, weil das so wenig war? Nee. Nee. 100 Mark muss reichen. Goodbye. Irgendwann werde ich die einfach in mein Reich integrieren. Diplomacy leading to peaceful colonization. Ja, das mag ich. Okay, jetzt will ich mir mal diesen Planeten angucken. Wo sind die denn? Kyrela 1? Da, das ist der Planet. Der sieht doch schön aus mit diesen... Guck mal, hallo? Mit diesem Ring und so? Das ist doch ein schöner Planet. Also da würde ich nicht nein sagen. Ich finde, den können wir demnächst mal einfach... Ja, das ist das Sonnensystem. Sehr relativ arm an Planeten. Da können wir nochmal wieder sonst. Oh, Lone Trader. We have encountered a lone starship, the Sublime Evasion, in the Carl Cetus system. It does not appear to be a hostile pirate, but rather an independent space trader. Could there be other ships like this? Might they help transport needed resources for us? Okay, let's go. Da ist es. Wo willst du hin? Warte mal. Normale Geschwindigkeit. Was macht der jetzt? Okay, die haben erstmal unsere Geschenke akzeptiert. Oh. Super viele Informationen zu den Naxilians. Das werde ich jetzt mal nicht alles vorlesen, aber das Wichtigste ist, sie sind towering, fearsome reptiles with intense red eyes. Also, although they are reptilian, Naxilians are covered in shaggy fur. And they have immensely powerful forearms. Ja, okay. Komm ins Zoo rein bei mir. Dann haben wir Traders tell us of nearby colony. Our recent contact with independent traders has revealed the location of an independent colony of Naxilians at Kyrelia 1 in the nearby Kyrelia system. This would be a good destination to investigate once we have the necessary technology to travel to the system. The colony may even be open to joining us if we cultivate our relationship with them. Also ich finde natürlich den Gedanken, dass wir jetzt sozusagen eine Gemeinschaft sind, ganz interessant.
dass man so in eine Bar geht und da hängen dann so ein paar Dinos ab. Hey, was machst du beruflich? Ja, ich bin Trainer bei Eintracht Frankfurt. Echt? Ich wusste gar nicht, dass Dinos auch Fußballtrainer sein können. Ja, klar, ich bin auch echt erfolgreich. Aber das wäre doch eigentlich ganz geil. Okay. Das haben wir auch schon gelesen. Das ist sehr schön. Let's go. So, was macht jetzt dieses Schiff? Das habe ich noch nicht ganz gecheckt. Kann ich das für mich gewinnen? Transport Cargo from Rötzlingen Central Spaceport to Ghost Fleet Base. Ah ja, okay. Mardosch, vielen Dank für den Support. Gislon, schönen guten Abend auch dir. Die war erstmal Treibstoff. Ach so. Ah. Ich hoffe, ach so, du meinst mein neues Kampfschiff Scarlet Downfall. Wo bist du denn überhaupt? Das fliegt doch schon. Sehr langsam, aber ganz langsam. Fuel Zero. Okay, wie kann ich das denn auftanken? Da steht Fuel Zero. Ich brauche ein Auftankerschiff. Es muss sich sofort... Oh, guck mal, der ist ja schon hier angekommen. Aber wer sorgt denn jetzt dafür, dass das mal mit Treibstoff befüllt wird? Oder haben wir vielleicht die Sorte Treibstoff noch gar nicht erfunden, die dieses Schiff benötigt? Das ist natürlich auch nicht unmöglich. Jedenfalls haben wir da wirklich einen wunderschönen Destroyer. Langsam, aber stark. Ich finde, also hier haben wir eine... Oh, hier, und das, guck mal hier. Das ist auch noch unsere Flotte. Das ist ja geil. Hier, das sind die da. Oh, wir haben jetzt eine Riesenflotte. Wir können jetzt einfach mal... Alter, wir können diese Piraten, wenn die kommen, machen wir die platt? Hallo? Das ist ja einfach nur fantastisch. Railgun Weaponry. Und Advanced Nuclear Fission. Sehr gut. Leute, das ist doch fantastisch. Doch, habe ich. Okay, habe ich schon. Ja, die Flotte ist teuer, aber wir sind immer noch im positiven Bereich. Ich will die natürlich auch einsetzen, ne? Maintenance Cost. Ja, okay, da sieht man das. 117 Credits Maintenance Cost. Ja, das ist ja echt viel. Hier, wie sieht das mit Fuel aus? Refuel it. Wir können die in die Flotte rein. Da, Refuel and Repair. Da. Refuel at Rötzlingen Research Station. Nee, Research Center. Nee, doch, wir sind im Research Center. Hallo? Was ist das für ein Ort? Aber es ist so ein prächtiges, schönes Schiff. So, aber Leute, was machen wir denn dann? Wir können doch jetzt die Piraten damit überfallen. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 richtig gute Schiffe. Also wir haben hier, das ist die First Defense Force, das ist die Second Defense Force, ist nur ein Schiff, das ist natürlich Quatsch mit Soße. Dann können wir doch diese beiden auch noch in die Second Defense, ah genau, die sind auch Second Defense Force. Und dann muss der Destroyer aber auch noch hier in die Second Defense, das ist ja super, fantastisch, großartig. So, da ist Research Center, da robbt er sich jetzt hin, wir beschleunigen das mal. Okay, wir haben wieder eine Message. New Spy appears, show me! New Spy! Guck mal hier, wer von euch will jetzt ein Spy werden? Piratenstation sollte ich nicht unterschätzen, versucht mal klug. Ja, 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 ja. Gislon, vielen lieben Dank. Es ist nicht so einfach, das zu sehen. Okay, Herr PS, nee, du hast ja schon. Ich finde hier CrowdX. Oh ne, Markus Titus. Okay, da haben wir ihn schon. Marco Titus. Du machst den zweiten. Marco Titus. Marco. Ist auch ein guter Spionenname, finde ich. Marco Titus. Das nächste. Komm hier, CrowdX. Du hilfst mir gerade so schön im Chat. Du hast nicht danach gefragt, aber die nächste Person, die sich uns anschließt, sei es nur ein Spion oder ein Forscher, der wird deinen Namen tragen. Oder ein General.
So, wo ist jetzt hier unser Schiff? Geil. Die stellen wir mal auf. Also wir haben da erstmal, finde ich, können die Join to Fleet Second Defense Force. Okay, das heißt, wir haben jetzt First Defense Force, haben wir jetzt drei von diesen krassen Schiffen und die Second Defense Force ist die Monarch of Kestos, diese kleinen süßen Fratzis hier und dann die Scarlet Downfall und die ist jetzt auch auf Fully Automate und sie ist auch hat Fuel. Geil. Hammer. Also ich habe keinen Respekt mehr vor irgendwem. Ich glaube, wir können jetzt sogar aktiv in die Angriffsbewegung gehen. So. Oh, our agent RPS has evaded detection after successfully carrying out their mission to steal research information on deep space damage control von den Antars. Ja, Alter, ich gratuliere dir, RPS. Stark, starke Leistung. Gut. Gut, 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 gut. So, ich finde, wir müssen mal hier ein bisschen. Was bauen wir denn hier alles noch? Freighters werden hier noch gebaut. Oh. Kurz Pause. Action Movies. Our democratic form of government has encouraged the enterprising spirit of our people. A popular fascination, fascination with the patriotic action movies has caused a focus on military matters. Thus, for the next year, our empire will enjoy the following bonuses. 10% boost to troop recruitment rate, 10% boost to troop maintenance savings. Ja, wenn das nicht großartig ist. Hoki, du musst dir keine Sorgen machen. Ich kann dich auch nach einem Planeten benennen. Keine Sorge. Planeten sterben oder sind nicht so schnell wie Schiffe kaputt. Was machen? Die machen hier einfach gar nichts. Wieso machen die denn hier nichts? Ich habe so viele Freighter hier rumstehen, die nichts machen. Oder Hauler. So kommst du auf jeden Fall nicht in die Hall of Fame. Wenn du nichts machst. Kleiner Scherz. Der hat auch keine Mission. Die stehen einfach nur rum, machen nichts. Die sind eingeschüchtert von der. Also mal, das hier ist. Okay, die tanzen immer noch wild rum. Warte mal. Den mache ich jetzt mal hier auf manuell. Kann ich. Die sind irgendwie verbuggt. Warte, kann ich. Ich will den nicht automatisieren. Oder machen die machen doch hier nichts. Die haben sich verhakt. Warte. Ich brauche zivile Schiffe. Was sehe ich die denn? Freight is in transit. All civilian ships. Das ist die Carl Zetto and. Oh, we have completed research expansion. Das ist sehr gut. So, warte mal. Was habe ich jetzt gesagt? Carl Zetto Encounter? Ist das ein Name? Carl Zetto Adventure? Da. Okay, die ist da gefangen. Was mache ich jetzt mit diesem Schiff? Kriegt die da raus? Das ist doch, ich glaube, das Viech ist verbuggt. Und der Trusty Wanderer. Kann ich die nicht in die manuelle Steuerung überführen? Die machen doch aktuell nichts, oder? Offload at. Set Tactics. Scuttle Trusty Wanderer. Trusty Warner will be permanently scuttled. Ich muss, glaube ich, muss die scuttlen. Ich scuttle die jetzt. Und kaputt. Ja, und das Ding jetzt? Nimmt es jetzt die Arbeit wieder auf oder ist es immer noch am
Okay, ich befürchte, dass das Ding ist. Ja, was war. Jetzt guckt er. Was war das? Was ist hier explodiert? Ey, sorry, ich glaube, die sind einfach kaputt. Die machen ja gar nichts mehr. Was ist hier los? Fuck! Justice of Antar! Okay, All ships! Second Defense Force! First Defense Force! Okay, jetzt gibt's hier richtig Ärger. So, und Treasure recovered. We have found valuable treasures worth. Alles klar. So, jetzt wird hier gekämpft. Zum Glück habe ich so eine schlagkräftige Flotte. Wisst ihr noch? Let's go. Oh, zum Glück haben wir so eine richtig schlagkräftige Verteidigungsflotte hier gebaut. Oder besser rekrutiert und gefunden. Ach, komplett im Kreuzfeuer. Was eine dumme Idee. Der hat gedacht, wir sind wehrlos. Der weiß ja nicht, dass wir uns verbessert haben in allen Bereichen. Aber es ist ja fantastisch. Der hat gar keine Chance. Er könnte aufgeben. Disabled. Kann ich den noch entern vielleicht? Zu spät. Warte mal. Wo ist denn jetzt noch ein Feind? Das hier ist das noch ein Feind? Formidable Encounter. Attack Shattering Mutiny. Der. Das ist doch. Von wem kommt denn das? Aus welcher Fraktion? Sehe ich das irgendwo? Gudari? Heavy Escort? Da, Antakon. Die haben den Deal gebrochen, den wir hatten. Oh, das ist ja so geil, wie ich die einfach ins Kreuzfeuer nehme. Sind die Wahnsinn? Die haben nicht damit gerechnet, dass ich schon so hochgerüstet bin. Und der nächste geht kaputt von denen. Das ist ja fantastisch, einfach nur. Und da Bombs. Geil. Hahaha. Sehr starke Leistung. So, gibt es jetzt noch irgendwo Ärger? Was ist denn hier mit unserem. Hier waren die auch schon mal zugange, ne? Ich könnte jetzt auch eine Flotte hinbewegen. Um die Mining Station zu schützen. Aber okay, dann haben wir noch. Wo war das? Diese, wo wir die Research Station hatten. Auf irgendeinem Planeten. Und eine Mining Station. Welcher war das noch? First Defense Force. Weiß ich auch nicht mehr. Irgendwo hatte ich die gebaut. Egal. Jedenfalls ist das hier unser Heimatplanet. Den müssen wir mit aller Macht. Ach, warte, war das hier? Hier haben wir am Mond. Hier haben wir das gebaut, genau. Die Mining Station und die Research Station haben wir direkt am Mond gebaut. Das ist ja in der Nachbarschaft. Es fühlt sich richtig gut an. Warum habe ich hier so viele Schiffe, die nichts machen? Und was ist mit den. Brauche ich neue Mining-Schiffe? Ich habe jetzt ja zwei zerstört, weil die ja irre geworden waren. Wie sieht er hier, wie sieht der Bauplan aus? Wird aktuell gar nichts gebaut, ne? Oh, Tanker! Wie viele Tanker habe ich aktuell? Und wir müssen, vermutlich müssen wir noch weitere Miner bauen. Wie viel von denen haben wir denn? Lass mich mal kurz gucken. Da. Freighters, Passengers, Resort Bases, All Ships, was haben wir denn? Mining Ships. Oh, wir haben eine Menge Mining Ships. Da wird Charming Enterprise, da wird direkt eine neue gebaut. Wir haben eine zwei, wie gesagt, zerstört. Idle Ships, so, die machen hier nichts. Warum habe ich so viele Schiffe, die nichts machen?
Keine Passenger Chips, Freighters. Ah. Ah, das ist okay. Naja. Die machen das, wird automatisch geregelt. Minenschiffe brauchst du nur dort, wo du keine Station bauen willst. Erkunder wären gut. Flotte lieber zusammenlassen und im Angriffsfall dorthin springen. Gibt auch Automatisierungsoptionen für die Flotten. Ah, ja, das finde ich gut. Bin ich Fan von. Lass uns mal kurz gucken. Das war ja wahrscheinlich hier Fleets. Fleet Formation, Fleet Ship Management, Fleet Postures. Das ist alles auf automatisiert. Also nehme ich doch mal an, dass die dann auch im Angriffsfall das selber machen. Müsste schon eingestellt sein. Finde ich gut. Exploration auch. Okay, vielleicht noch ein paar Explorer bauen. War hier der Hinweis. Das müsste dann hier. So könnten wir welche bauen. Hier, was haben wir denn? Explorer, Constructor, Escort, Fuel Tanker. Komm, dann bauen wir nochmal zwei Exploration Ships. Boah, was ein wildes Gefecht. Warte. Hört ihr das? Was ist denn jetzt los? Das ist schon wieder so ein Frechdachs. Ist der komplett wahnsinnig? Boah, was eine geile Raumschlacht. Und hier ist... Das muss ich erstmal checken. Warte mal ganz kurz. Jetzt kommt ja einer nach dem anderen. Fuck. Ich nehme Schaden. Haben die eine Base? Kann ich die Base angreifen? Kann ich aktiv werden? Ja, oder? Fuck. Also das Schiff ist noch ganz gut dabei, glaube ich. Oh Mann. Oh, nee, ich glaube, ich habe mehr Schaden. Oh, warte. Nee, er haut ab. Sehr schön, er haut ab. Yes. Trottel. Der hat nämlich diesen Frachter angegriffen. Und während ich schon auf ihn geschossen habe. Deswegen habe ich jetzt, glaube ich, ein paar Treffer Vorsprung. Und da wird er hier nochmal von der Seite in die Mangel genommen. Oh, der ist weggesprungen. Einfach so mitten im Kampf. Das ist erlaubt. Okay, wo ist... Hier. Scheiße, die machen ja richtig Ärger, Mann. Was fällt dir denn ein? So, können wir den jetzt nochmal platt machen, bevor der wegspringt? Wir wahrscheinlich wieder versuchen, Warp-Antrieb zu zünden. Wir müssen eben die Warp-Spule zerschießen. Fuck! So, das Ding ist komplett kaputt jetzt, komm. 15%, 13%, 9%, 7%, 1%, tschüss! Yes. Und ich glaube, wir können auch die... Hier, guck mal das hier, so Engine Superstructure, das können wir... Doch bestimmt alles looten, oder? Boah! Okay. Ich kann Schiffe selbst entwerfen. Also pass auf. Ob die neue Tech eingebaut wird. Ich hoffe doch, das habe ich auf automatisch. Ist das bei, warte mal, Construction, Ship Construction? Repair Abandoned Ships and Bases, machen wir mal alles. Base Construction, Ship Construction. Hm.
Mache ich auch mal auf automatisch, damit die im Zweifel vielleicht dann auch upgradet werden. Das wäre doch schön. Military. War Missions. Ja, da ist halt die Frage. Bombard Colonies when soften enemy troops. Ja, machen wir Military Attacks. Ne, da will ich schon gefragt werden, aber... Da, upgrade enlisted military ships. Whether captured military ships that are enlisted into your empire should also be retrofitted to your latest design. Yes. Upgrade enlisted civilian ship. Yes. Automatically refuel manual ships. Okay, ja, wir haben eigentlich alles auf Auto. Automatically retrofit automated fleets. Yes. Also das ist doch das, ne? Genau. Hoffe ich doch. Troop Recruitment ist... Ich glaube, wir haben alles automatisiert. Die müssten auf den neuesten Stand gebracht werden. So wie ich das verstehe. Ja, finde ich gut. Okay, weiter geht's. Wurde ich erstmal angegriffen. New Exploration Ship completed. Dankeschön, mach mal. Oh! Our agent, Herr PS, has evaded detection after successfully carrying out their mission to steal research information on recreation systems. Herr PS, du machst gute Arbeit. Oh Gott. Spy Marco Titus has been dismissed due to poor skills and general incompetence. Marco! Marco, was ist los? Was machst du? Das ist ja ungeheuerlich. Er hat nichts gemacht. Machen wir ein bisschen schneller. Oh, oder? Research Breakthrough! Zero G Combat! Nice. Das ist auch gut. Location Maps Recovered. Location Maps Recovered. We have found detailed maps for the of the following location. Show me. Wild 17 Computer Core. Ja, super. Warte, ist da wieder irgendwer reingesprungen? Das klang mal wie ein... Ja, warte mal, wird hier geballert? Nee. Colonization technology discovered. With the development of basic colonization, we have acquired the technology necessary to colonize new worlds. We should identify hospitable planets that are good candidates for new colonies. Then begin building colossal colony ships to send out to the new world. At this point, we have truly become a spacefaring civilization. As we move out into the galaxy, we will continue to grow and gain the upper hand over pirates and... Mercenaries, now has come the age of expansion, where we must compete against other empires for dominance in the galaxy. Das ist ein absoluter Meilenstein. Ein absoluter Meilenstein. Exploration ship completed. Oh! Gravelix encountered. So sehen die aus. Oh Gott. We have encountered a Gravelix space monster in the Pilatus system. This fearsome beast lives in the cold, dark vacuum of space and attacks any passing ships. This Gravelix bears an uncanny resemblance to monsters described in ancient legends that descended from the sky to consume all in the air in their path. Perhaps it would be wise to steer clear of these dangerous creatures. Wo ist er denn? Kann ich ihn mir angucken? Nee. Okay. Ja. New Fuel Tanker completed. Dankeschön. Ah, warte. Hier. Ein neuer Spy. Und ich hatte ja gesagt,
Der nächste Spy trägt den Namen Marco Titus 2. Nein, nein, nein. Unser guter Helfer Crowd X bekommt die Ehre, möge er sich kompetenter zeigen als Marco. So, wir ballern hier in achtfacher Geschwindigkeit durch die Zeit. Hier wird geballert. Oh, der Kampf ist schon vorbei, oder? Ja, ich glaube schon. Dann können wir wieder schneller machen. New Exploration Ship. Okay, da kommen jetzt ja einige neue. Und noch ein neues Exploration Ship. Ah, das kommt aus der Ghost Fleet Base. Manage Fighters. Upgrade all Fighters to latest designs. Macht er das nicht automatisch? Kostet das Geld? Oh, 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 warte, warte, warte. Show me. Der baut die hier, das ist ja fantastisch von da aus. Das ist ja das Kestus-System. Kestus 2, das ist, okay, die wohnen einfach vor diesem Gasriesen. Und machen aber auf eigene Faust. Haben die denn genug, falls die angegriffen werden, haben die denn genug Verteidigung? Ich hoffe doch. Ja. Oh. Nee, warte. Rötzling. Nee. So, Rötzling. Warte, was macht der da? Welches Schiff ist das jetzt? Second Defense Force. Oh fuck, fliegen die jetzt immer hin und her oder was? No Mission? Wieso ist der denn da geparkt? Ist der auf Patrouille oder was? Oder wie durfte ich das gerade deuten? Keine Ahnung. Die sollen hier bloß nicht mich... Na, da sind ja noch ein paar Schiffe. Critical Research Breakthrough. Patrol Ships. Ja, wir machen hier super viel. Fortschritte. So, ganz kurz. Warte, wie komme ich jetzt immer am besten? Up. Das ist der Weg nach Hause. Guck mal. Ah, wenn wir mal ganz rausgehen. Aber am äußersten Rand der Galaxie, ne? Habe ich das nicht gerade schon wieder da Geballer gehört? Die springen immer alle rein und raus. New Mining Station. Dankeschön. Frigate complete. Mission complete. HPS ist evaded detection. Sauber. Also ich muss mal ganz kurz. HPS ist wirklich ein unglaublich talentierter. Success probability 89%. Aber auch hier Kraut macht sich gut 77%. Aber er hat wirklich schon Assassination, Espionage, Concealment. Also der hat sich als wirklich sehr kompetenter Spion erwiesen. Er hat schon fast Legendenstatus. New Mining Ship. New Mining Station. Ja, hat er gut gemacht. Ich gratuliere. Hier dieses Rein- und Rausspringen. Fum, 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 fum. Immer noch einige, die so ein bisschen tätigkeitsverweigernd rumstehen. First Contact! Independent Colony of Humans encountered! Wie bitte? We've encountered a new independent colony of humans in Sareta in the Garrus system. This colony may eventually allow us to colonize them, or they may even join us if handled properly. Initial communications with the humans have gone very poorly. We accidentally insulted the humans, causing great offense. The humans possesses powerful artifacts. The Frontier, an ancient headset, which includes a recording of a virtual reality masterpiece telling the tale of
Eaton Wardo, veteran of a failed colonial rebellion on the frontier of the Human Solar Republic. His family is later murdered by marauding bands of rebels who have become bandits, and he ends up working together with his former enemies, the Rangers of Terra, to save some of his surviving relatives. A fascinating insight into ancient human culture, customs, and the cruel nature of frontier justice. Research projects are available on our tech tree that can increase our understanding of the human. We should research these projects to improve relations with the human. Show me. Die sehen ja genauso aus wie ich. Guck. Hä? Wir sind ja Zwillinge. Ach, der sieht genauso aus wie wir. Oder was? Oder wie jetzt? Ich glaube ja. Pleased with us. Guck mal, wir sind Freunde. Offer treaties. Cancel. Offer limited trade agreement. Cancel restricted trade agreement. Offer free trade. Ja. Free trade. Geil, free trade, Leute. Und Deals, was können wir machen? Free Trade dürfen wir noch nicht. Ja. Ne, finde ich gut. Haben wir direkt nochmal, finde ich, eine freundliche Geste. Freihandelszone etabliert. Also ich muss sagen, was sieht hier 117, wir haben Geld. Ah, hier, guck mal, Kraut hat direkt eine gute Mission beendet. Glückwunsch, die erste. Ich gratuliere. Also es geht hier seinen Gang. Lass uns noch mal kurz gucken, wie sieht das hier aus mit Kohle. 79% gehen in Colony Growth. Cashflow, ja, die Zahl stimmt. Oh, hier, Private Cashflow ist deutlich höher. Nicht so schlecht. Ja, also, ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, um an der Stelle mal eine Pause zu machen. Das ist Distant Worlds 2. Und man braucht natürlich eine kleine Weile, um reinzukommen, aber je mehr man checkt, desto mehr Spaß macht das. Man kann halt zu Beginn sich den Luxus gönnen, alles zu automatisieren. Das habe ich ja auch vielfach in Anspruch genommen. Dann muss man sich nicht um alles kümmern, nicht alles micromanagen, und dann ist es auch einfacher. Und dann kann man sich so Schritt für Schritt vortasten und die ganzen Features in ihrer vollen Fülle kennenlernen und zu nutzen wissen. Distant Worlds 2 ist zwar schon ein bisschen draußen, aber niegelnagelneu haben wir ein Add-on, Return of the Shadkiri. Oder Shadkiri, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Und da haben wir, glaube ich, vorhin auch schon mal so einen kleinen Story-Schnipsel hingeworfen bekommen. Man wird natürlich im Laufe des Spiels diese Geschichte erkunden und da einiges Dramatisches, glaube ich, erleben mit diesen Shadkiri. Was mit diesem Add-on auch dazukommt, sind natürlich neue Schiffe, viele neue andere Inhalte. Also wenn ihr dieses Spiel spielt, Distant Worlds 2, dann lohnt es sich natürlich, das Add-on einmal auszuchecken. Und wenn ihr das noch gar nicht gespielt habt, ist jetzt ein perfekter Zeitpunkt, weil natürlich mit diesem neuen Add-on auch wieder großartiger neuer Content dazugekommen ist. Ihr könnt über Ausrufezeichen DW im Chat euch jetzt Informationen zu diesem Spiel holen oder das Ganze über die Grafik machen auf meinem Twitch-Kanal. Das Ganze von meinem Freund von Slytherin in einer Koop. Vielen lieben Dank, Leute, dass ihr mir immer wieder Möglichkeiten gibt, tolle Spiele auszuprobieren. Das hat echt Spaß gemacht. Ich mag diese Art Spiel, und wenn man die Komplexität und die Feature-Vielfalt einmal an sich ranlässt und sich wirklich konzentriert und versucht, es zu verstehen, dann eröffnet sich einem wirklich eine unglaublich reiche Welt, die immer wieder neue Abenteuer generiert, weil das halt so prozedural generiert ist, und wenn man einmal durchgespielt hat, macht man ein neues Spiel und es wird sich alles ändern. Es gibt diese ganzen verschiedenen Rassen, die wiederum das Spielerlebnis nochmal auf eine Art beeinflussen. Also das hat wirklich eine Menge Potenzial, und ich bin happy, dass ich das mal ausprobiert habe. Das war's von Distant Worlds 2. Freue mich sehr über Feedback. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.